Es ist Punkt 10.30 Uhr und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen zur Ladeinfrastrukturkonferenz 2024. Wir haben noch ein bisschen Bewegung im Raum. Nutzen Sie gerne die freien Plätze, die Sie noch finden können. Wunderbar, dass Sie dabei sind in den Bolle-Festsälen. Es gibt wahrlich Grund zu feiern heute, so viel kann ich Ihnen schon mal versprechen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir über 500 Teilnehmende hier vor Ort in Berlin begrüßen dürfen. Und ich kann Ihnen versichern, Sie sind nicht allein, denn wir haben noch weitere Teilnehmende zugeschaltet über unseren YouTube-Stream. Toll, dass Sie mit dabei sind. Danke für Ihr Commitment zur Elektromobilität und damit zu einer gemeinsamen Zukunft. Ja, die Konferenz findet bereits das dritte Mal statt und auch ich darf das Triple voll machen. Das freut mich sehr. Mein Name ist Alexandra von Lingen, bin Journalistin und Moderatorin und habe meine Batterien heute Morgen schon aufgeladen. Musste übrigens gestern schmunzeln, da kamen die Jungs vom Klavier Express und brachten diese Schnellladesäule. Und da dachte ich mir, das ist ganz spannend, die haben ja jetzt auch ein neues Geschäftsfeld damit entdeckt. Also da wuppen die ganz gut, das waren drei Herren, die also zickzack diese Schnellladesäule hier auf die Bühne gebracht haben. Ihr Gastgeber heute ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Organisiert wird die Konferenz von der NOW GmbH und von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die ja unter das Dach der NOW gehört und die seit 2020 im Auftrag des Ministeriums die Aktivitäten koordiniert, rund um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Ja, und damit ergänzt sie natürlich auch all das, was es braucht. Also das sind die Maßnahmen, das sind die Tools, die wir heute im Verlauf des Tages natürlich auch kennenlernen werden. Grundsätzlich haben wir für Sie ganz unterschiedliche Formate und wenn Sie mögen, werfen Sie gerne noch einmal einen Blick auf unsere Agenda. Wir haben einen QR-Code, den Sie entsprechend scannen können. Da erhalten Sie nochmal alles auf einen Blick. Und falls Sie sagen, mein Netz bricht hier in den Bolle-Festsälen zusammen, dann haben wir natürlich auch ein WLAN, auf das Sie zugreifen können. Hier sehen Sie einmal entsprechend das Passwort auch. Was übrigens zeitgleich auch Hashtag ist für die sozialen Medien, sollten Sie also berichten über den heutigen Tag, nutzen Sie diesen Hashtag sehr, sehr gerne. Ja, schauen wir mal auf die Ausgangssituation, die sich ja im Grunde in den vergangenen Jahren überhaupt nicht verändert hat. Wir wollen Elektromobilität stärken und nach vorne bringen. Und das heißt natürlich, wir brauchen einen vorausschauenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und da haben wir ja immer den Gleichklang in diesem Kontext. Da sprechen wir darüber, dass sie flächendeckend daherkommt, aber auch bedarfsgerecht und nutzerfreundlich. Und das gilt übrigens unisono für Pkw und für Lkw. Und Sie alle werden wahrscheinlich ganz eigene Erfahrungen gemacht haben, wenn Sie elektrisch in Deutschland unterwegs waren, haben wahrscheinlich gesehen, das gelingt doch ganz gut. Aber wir müssen eben auch festhalten, wir stehen nach wie vor Herausforderungen, wenn wir über die Etablierung eines adäquaten Ladenetzes sprechen. Auch diese Herausforderung, die nehmen wir heute in den Blick. Ich kann Ihnen aber eines sagen, es ist kein Abenteuer mehr, elektrisch durch Deutschland zu fahren, denn es ist Alltag geworden. Und das ist ja schon mal die gute Nachricht. Sie nicken, Sie sind bei mir, das freut mich sehr. Das heißt, das Deutschlandnetz setzt hier auch nochmal an, denn es geht natürlich darum, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, sprich das Gesamtnetz auch nochmal auf ein neues Level zu heben. Auch dazu werden wir heute mehr erfahren, wie hier die marktlichen Aktivitäten entsprechend ergänzt werden. Und wir schauen natürlich auch auf die Ladeinfrastruktur für Lkw, denn auch hier steht ein flächendeckendes Ladenetz in den Startlöchern und was das bietet, darüber sprechen wir natürlich. Wir laden Sie ganz herzlich ein, sich einzubringen nach den einzelnen Talkrunden oder wenn Sie währenddessen schon eine Frage haben, senden Sie die gerne über Slido, wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich Ihnen gleich. Ja, und ich denke, damit sind wir auch bestens gerüstet für den heutigen Tag und freuen uns auf das erste Grußwort des Tages. Das kommt vom Bundesminister für Digitales und Verkehr, der uns mit reinnimmt. Der wird jetzt auf die Maßnahmen seines Ministeriums eingehen. Der hat gute Nachrichten mit dabei. Kurze Wege für schnelles Laden, dafür setzt er sich ein. Ein ganz herzliches Willkommen geht an Dr. Volker Wissing.
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Daniela Kluckert, Vertreterin der Länder, der Städte, Gemeinden, Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Ladeinfrastrukturkonferenz des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Ich freue mich, Sie an diesem historischen Ort begrüßen zu können. Von hier aus versorgte die Meierei Bolle einmal die ganze Stadt mit Milch und Milchprodukten. Und wie das so war, die neuesten Gesprächsthemen, Klatsch und Tratsch, hatten die Milchkutscher natürlich von Bolle immer dabei. Themen, die die Menschen damals eben bewegten. Und während die Milchkutscher heute noch unterwegs, wäre ganz sicher die Mobilität ein Thema, das hoch im Kurs stünde. Mobilität betrifft uns alle. Es bewegt uns, auch Gemüter und Meinungen, Vorstellungen und Erwartungen zum Klimaschutz im Verkehr gehen in der Gesellschaft zum Teil recht weit auseinander. Einem Teil der Menschen kann es mit CO2-Reduktion gar nicht schnell genug gehen und andere fühlen sich überfordert, sind zurückhaltender, empfinden Klimaschutzmaßnahmen als eine zu große Herausforderung für sich. Und trotzdem sind wir uns einig, wir brauchen eine Antwort auf den Klimawandel und müssen CO2-Emissionen reduzieren. Und umso wichtiger ist es, dass wir alles tun, um den Weg zu ebnen hin zu klimaneutraler Mobilität. Mobil bleiben müssen wir und wollen wir alle. Das Deutschlandticket für den ÖPNV zeigt, worauf es ankommt, wenn man erfolgreich sein will in der Transformation. Man braucht ein gutes Angebot. Das Angebot des Deutschlandtickets ist digital und einfach, erschwinglich und attraktiv. Und deswegen überzeugt es die Menschen und ist ein echter Verkaufsschlager geworden. Überzeugende Angebote schaffen, das muss auch bei der Elektromobilität noch stärker gelingen. Und dafür brauchen wir eine Kombination aus bezahlbaren Fahrzeugen. Die derzeitigen Preise überfordern viele Bürgerinnen und Bürger schlichtweg. Man muss sich das Umsteigen auch leisten können. Und wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, die flächendeckend verfügbar ist, bedarfsgerecht und nutzerfreundlich. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der wir Tempo brauchen und bei der wir Tempo machen. Mehr Geschwindigkeit ist etwa beim Fahrzeughochlauf nötig. Derzeit sind 2,5 Millionen rein batterieelektrische und Plug-in-Pkw bei uns zugelassen. Sie machen damit rund 5% des gesamten Pkw-Bestandes aus. Bei den Neuzulassungen sind es etwa 20%. Es gibt noch viel Luft nach oben, viel Potenzial. Hier können und hier müssen wir besser werden. Hohe Einfuhrzölle für Elektroautos aus dem Ausland helfen dabei nicht weiter, sondern im Gegenteil, sie schaden, denn sie führen nicht zu niedrigeren, sondern im Zweifel zu höheren Preisen und nehmen auch noch Wettbewerb aus dem Markt. Also Sie können sich vorstellen, dass ein ambitionierter Verkehrsminister das nicht für die beste Idee hält. Und deswegen, glaube ich, sollten wir an der Stelle uns eher mit der Frage beschäftigen, wenn es denn Wettbewerbsungleichheiten gibt, wie wir die Wettbewerbsungleichheiten abschaffen im Gespräch, aber nicht, wie wir die zu teuren Fahrzeuge noch teurer machen. Ich glaube, das ist nicht zu Ende gedacht. Schon bisher waren die hohen Anschaffungskosten ein Grund, warum viele Bürgerinnen und Bürger auf den Kauf eines E-Autos verzichten. Und gemeinsam mit der Automobilbranche müssen und werden wir auch daran arbeiten, dass wir diese Herausforderungen bewältigen. Wo wir allerdings richtig gut vorankommen, auch darüber müssen wir reden und dürfen wir reden, das ist beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. In Deutschland wird das Laden nach und nach einfacher. Sie alle leisten einen wertvollen Beitrag dafür und herzlichen Dank. Die Zwischenbilanz ist beeindruckend. Derzeit sind in Deutschland rund 120.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Betrieb und das sind 30.000 mehr als im vergangenen Jahr. Durch den Zubau der Schnellladeinfrastruktur ist die installierte Ladeleistung in den vergangenen 12 Monaten auf weit mehr als 5 Gigawatt angestiegen. Seit dem Amtsantritt der Bundesregierung hat sich die Leistung damit verdreifacht. Die Ausbaudynamik ist also sehr hoch und wir halten sie auch weiter hoch. Dafür haben wir beispielsweise zu Beginn des Monats 150 Millionen Euro für die Förderung nicht öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für gewerbliche Pkw- und Lkw-Flotten bereitgestellt. Und die Transport- und Logistikbranche kann diese Förderung ebenso in Anspruch nehmen wie Handwerksbetriebe, Pflegedienste und alle anderen Flottenbetreiber, die die Elektrifizierung ihrer gewerblichen Fuhrparks einleiten oder vorantreiben wollen. Ebenfalls angestoßen haben wir den Aufbau des Deutschlandnetzes. Mit seinen mehr als 1000 neuen Standorten und 9000 HPC-Ladepunkten ergänzt es das Angebot an Schnellladeinfrastruktur. Damit trägt es auch dazu bei, dass die letzten weißen Flecken auf der Ladelandkarte verschwinden und damit auch die Reichweitenangst verschwindet. Künftig wird der nächste Schnellladepunkt
in wenigen Minuten erreichbar sein, und zwar überall in Deutschland. Wir streichen die Reichweitenangst damit aus dem Wortschatz. Mit diesem Selbstbewusstsein und einer neuen Kampagne werden wir das Deutschlandnetz der Öffentlichkeit vorstellen. Später bekommen Sie dazu noch einen ersten Eindruck. Schnell laden, sorgenfrei fahren, dafür sorgen wir auch mit einer gesetzlichen Auflage für Tankstellen, die wir im Kabinett beschlossen haben. Danach sind große Tankstellenunternehmen verpflichtet, ab 2028 an ihren Tankstellen oder in ihrem Umfeld das Schnellladen zu ermöglichen. Wir haben das pragmatisch umgesetzt, aber doch Wert darauf gelegt, dass eben dort, wo Tankstellen sind, auch künftig eine Lademöglichkeit verfügbar ist. Das Ziel ist, 8000 zusätzliche Schnellladepunkte damit zu schaffen und ein klares Signal zu senden, Laden wird so einfach sein wie tanken. Die Gewissheit, schnell und unkompliziert die Batterie laden zu können, sie erleichtert den Umstieg auf die E-Mobilität, davon bin ich überzeugt. Und dieser Aspekt spielt auch eine wichtige Rolle im Masterplan Ladeinfrastruktur 2, den mein Haus entwickelt hat, als Teil der Gesamtstrategie der Bundesregierung. Und rund die Hälfte der darin vorgesehenen Maßnahmen wurde bereits vollständig umgesetzt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei zum ersten Mal überhaupt auf der Integration von Lade- und Stromnetz. Beides muss nämlich zusammengedacht werden. So verbessern wir etwa die Bedingungen und Verfahren für Netzanschlüsse, beschleunigen Genehmigungsprozesse und vereinfachen das Baurecht. Und außerdem stellen wir die Weichen für das bidirektionale Laden. In Zukunft wird das Auto zum Stromspeicher. Das entlastet nicht nur die Stromnetze, sondern es bietet Fahrzeughaltern auch die Chance, Geld zu sparen. Zum Beispiel dann, wenn der Strom teuer ist und aus der eigenen Batterie geladen oder ins Netz zurückgespeist werden kann. Ein weiterer Baustein unseres Masterplans ist der Ausbau eines Ladenetzes für E-Lkw. Noch in diesem Sommer werden wir eine Ausschreibung starten, bei der es darum geht, ein Schnellladenetz für den klimafreundlichen Straßengüterverkehr zu errichten. Unterstützt durch die Autobahn GmbH, die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, haben wir ein Konzept für ein flächendeckendes Lkw-Ladenetz entlang der Autobahn entwickelt. Es sieht rund 350 Standorte und insgesamt rund 4200 MCS und CCS-Ladepunkte vor. Die zuständigen Verteilnetzbetreiber werden demnächst die Aufträge für die benötigten Netzanschlüsse erhalten. Für die Planung dieses Lkw-Schnellladenetzes haben wir unzählige Daten, vor allen Dingen der Lkw-Maut, genutzt. Dieser datenbasierte Ansatz ist etwas ganz Besonderes, erweckt regelmäßig das Interesse auch ausländischer Partner, weil er eben sehr innovativ und auch sehr erfolgreich ist. Und natürlich auch deshalb, weil wir beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa weit vorne liegen und sich andere abschauen wollen, wie wir das machen. Deutschland ist schneller als andere. Und das verdanken wir auch dem Zusammenwirken aller Akteure und ich freue das besonders. Es ist vor allen Dingen aber ein großer Verdienst der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Die Kolleginnen und Kollegen dort treiben das Thema sehr engagiert voran. Vielen Dank für das engagierte Arbeiten und vielen Dank an das gesamte Team um Johannes Pallasch und Dagmar Fehler. Ja, also Ihre Expertise wird auch in Zukunft gebraucht, national wie international. Und weil die Bedeutung datenbasierter Arbeit noch weiter zunehmen wird, bin ich auch als Digitalminister sehr froh, dass das so angegangen wird hier bei uns. Und bin, das darf ich sagen, auch immer stolz darauf, wenn ich international darauf angesprochen werde. In Deutschland haben wir dafür die Voraussetzungen geschaffen, dass wir datenbasiert arbeiten können und eben auch, dass wir schnell vorankommen. Wir haben auch das Energiewirtschaftsgesetz geändert. Hier fließen etwa Prognosen zur Ladeinfrastruktur der Leitstelle in die Planungsszenarien der Stromnetzbetreiber ein. Das war so einer der Punkte, relativ bald nach meinem Amtsantritt hat man mir das gesagt, das muss gemacht werden, das muss zusammen gedacht werden. Und ich hatte damals mit Robert Habeck die NOW in die Leitstelle besucht und ich freue mich, dass wir das gemeinsam so schnell auch umsetzen konnten. Das ist alles keineswegs trivial. Es ist ein wichtiger, aber entscheidender Schritt, damit Stromnetze bereit sind für die Zukunft der Elektromobilität. Wir werden jetzt als nächsten Schritt die Datendrehscheibe der Leitstelle weiter ausbauen. Künftig wollen wir sie für die Kommunen nutzbar machen, damit auch auf lokaler Ebene umfassende Daten und Prognosen zur Verfügung stehen. Und schließlich sind die Städte und Gemeinden ja die wichtigsten oder mit die wichtigsten Akteure beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Darauf wird es ankommen, dass wir eben auch in den Städten und Gemeinden eine gute Ladeinfrastruktur haben.
Die Kommunen haben auch enormes Wissen, sie kennen lokale Gegebenheiten, sie sind wichtige Gestalter und natürlich auch verantwortlich für die Genehmigung. Klar ist, der Aufbau einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur kann nur gemeinsam gelingen. Alle müssen es wollen, alle müssen sich in der Verantwortung sehen. Das kann nicht nur eine Bringschuld von oben sein, aber dass wir so gut vorankommen, zeigt ja, dass dieser Geist von allen erkannt und gelebt wird. Ja, wir sind noch längst nicht am Ende, aber wir haben schon einiges erreicht, schon viel erreicht. Aber auch natürlich noch viel zu tun. Das betrifft zum einen den konkreten Ausbau des Ladenetzes, das betrifft aber auch die Wahrnehmung desselben, was wir schon erreicht haben. Denn es ist immer noch so, dass mir viele Leute begegnen und sagen, ja, wir warten erstmal ab, bis wir Ladesäulen haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Die Leute müssen wissen, wir sind ready für Elektromobilität in Deutschland. Lassen Sie uns deshalb offensiv über das Erreichte sprechen, lassen Sie uns zuversichtlich nach vorne schauen und lassen Sie uns da noch besser werden, wo wir noch besser werden können, aber durchaus auch selbstbewusst sagen, der Aufbau eines Ladenetzes in Deutschland, das läuft. Die Konferenz bietet die Möglichkeit hier, sich gut auszutauschen, auch sich konstruktiv kritisch unter die Arme zu greifen, wo man noch was verbessern kann, Ideen zu entwickeln, Impulse zu setzen, eben für eine klimafreundliche Mobilität. Ich danke Ihnen für das bisherige Engagement, wünsche der Konferenz einen guten Verlauf und uns bei der gemeinsamen Arbeit weiterhin so viel Erfolg. Wenn wir so weitermachen, sind wir richtig gut. Ja, Herr Minister, ganz herzlichen Dank. Genau, bleiben wir einmal kurz hier. Grund zu feiern, habe ich ja schon angekündigt, haben wir. Sie sind auf die Zahlen eingegangen und sind auch nochmal abgehoben auf die geschlossene Mannschaftsleistung, wenn wir mal im Fußballbild bleiben und uns anschauen, was die Nationalmannschaft gestern gemacht hat. Wir haben im vergangenen Jahr über Ihre Mobilität gesprochen, über Ihre ganz private. Da haben Sie erzählt, dass Sie von einem Hybrid auf einen rein batteriebetriebenen E-Pkw umgestiegen sind. Jetzt habe ich mich gefragt, welche Erfahrungen haben Sie denn zwischenzeitlich gemacht? Sehr gute Erfahrungen. Ich persönlich finde es einfach super praktisch, dass ich nicht zum Tanken fahren muss und dann zu Hause laden kann. Ich habe das Glück, natürlich eine Wallbox zu Hause zu haben und das ist wirklich super. Aber es war auch für mich verblüffend, die Erfahrung zu machen, dass ich so im Umkreis, weil ich habe immer gedacht, bevor ich selbst die Elektromobilität, also Elektro-Only genutzt habe, habe ich immer gedacht, ich brauche im Umkreis irgendwie ganz viele Ladesäulen und habe immer geschaut, bevor ich das Auto dann gekauft habe, wo in der Stadt gibt es denn Ladepunkte und so. Und als ich es dann im Alltag genutzt habe, wurde mir klar, ich brauche im Umkreis von 100 Kilometern oder 200 Kilometern von mir zu Hause überhaupt keine einzige Ladesäule, weil ich natürlich zu Hause lade. Also ehrlich gesagt, das war so ein bisschen so eine Erkenntnis, wo ich mir hinterher gesagt hätte, hättest du auch vorher drauf kommen können. Aber das sind wo man auch bei sich selber entdeckt, es gibt so latente Ladeängste. Ja? Und man hat immer gedacht, naja, wenn ich beim Einkaufen bin, da ist keine Ladesäule. Wenn ich zum Sport fahre, da ist keine Ladesäule. Das ist irgendwie komisch, aber man braucht sie halt tatsächlich nicht, vor allen Dingen im ländlichen Raum, wo ich lebe. Und mir ist dann auch klar geworden, das Entscheidende für mich sind im Grunde genommen die Ladesäulen entlang der Fernstraßen. Die müssen verfügbar sein, da darf es keine Wartezeiten geben und da sind wir in Deutschland schon richtig gut. Sie haben ja eben dafür plädiert, dass wir das Thema Reichweitenangst streichen. Da setzt ja auch das Deutschlandnetz an. Es ist ja dafür bekannt, dass es die weißen Flecken auch wegschiebt. Vor dem Hintergrund, dass Sie Nutzer eines Elektroautos sind, wo setzen Sie denn da an, wenn Sie auf das Deutschlandnetz schauen? Also was macht Sie zuversichtlich, dass das auch dazu führt, dass wir eine andere Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen? Also ich glaube, wir müssen wirklich Werbung dafür machen, wie weit wir schon sind und müssen klar machen, das Deutschlandnetz ist da und so ist ja auch der Slogan der Kampagne, das Deutschlandnetz ist da, 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 da und damit muss man klar machen, es sind nicht einzelne Punkte und es ist auch nicht irgendwie ein Zukunftsprojekt, sondern es ist Realität und wir sind ready, um die E-Mobilität zu nutzen. Wir brauchen, wie gesagt, noch ein bisschen Engagement der Städte. Da gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Wie kann man Gewerbeparkplätze und so weiter stärker einbinden? Aber da hilft die nationale Leitstelle ja auch mit vielen Informationen und Möglichkeiten. Aber Fakt ist, unser Deutschlandnetz, um eben längere Distanzen mühelos zurücklegen zu können, das Deutschlandnetz ist keine Zukunftsmusik, sondern es ist Aktualität und Realität. Und das ist doch schön.
Und es soll genau die überzeugen, die vielleicht noch skeptisch sind. Der Verkauf von Elektroautos ist ein Stück weit rückläufig, da setzt es an. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie wollen dieses Thema noch mehr zu den Menschen bringen und deswegen gibt es auch eine neue Kampagne. Ja, die neue Kampagne, das Deutschlandnetz ist da, 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 da. Und diese Kampagne ist, finde ich super. Und Reichweitenangst darf es nicht geben. Und ja, und wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Und deswegen, sage ich mal, ist die Kampagne auch ein bisschen noch in die Zukunft gerichtet. Aber sie ist insgesamt, finde ich, sehr, sehr gelungen. Und es ist ein guter Start. Und das Da, Da, Da kommt natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern daher. Wir merken jetzt schon, hier wirkt es. Bei Da, Da, Da musste ich an Trio denken aus den 80ern. Kennen wir ja alle noch. Bei Ihnen ist das eine Neuauflage. Und wie die aussieht, ich schlage vor, da schauen wir mal rein. Wir haben nämlich die Premiere des Videos. Das Deutschlandnetz ist da. Und bald auch da. Da, da, da und da. Das Deutschlandnetz ist da, wo wir unterwegs sind. Ob in den Bergen, an der Küste, in der Stadt oder auf dem Land. Das lückenlose Schnellladenetz schafft die notwendige Infrastruktur für die Zukunft der E-Mobilität in Deutschland. An insgesamt 9000 Schnellladepunkten an mehr als 1000 Standorten. Höchste Geschwindigkeit und volle Leistung. Für zuverlässiges, schnelles und bequemes Laden. Schreiben wir gemeinsam das nächste Kapitel der E-Mobilität in Deutschland. Die Zukunft beginnt jetzt. Herzlich willkommen zur Ladeinfrastrukturkonferenz 2024. Das kann man nicht oft genug sagen. Ja, ein toller Flug über Deutschland, über unser Land. Haben Sie eine Strecke erkannt, wo Sie mit dem E-Auto schon mal unterwegs waren? Ja, manchmal denkt man das. Ich habe auf jeden Fall, bin ich gerne mit dem E-Auto unterwegs und ich muss sagen, ich habe noch nie ein Ladeproblem gehabt. Das muss man wirklich betonen und ja, ich, wie gesagt, genieße diese Form der Mobilität, weil ich hatte immer die schlechte Angewohnheit, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, dann doch nicht mehr zu tanken. Ich dachte, das machst du morgen früh. Und dann hat man sich morgens geärgert, dass man doch erst nochmal an die Tankstelle fahren muss oder sowas und dass das nicht mehr gibt, sondern immer das Auto ready ist, wenn ich es brauche. Das ist für mich ein ganz entscheidender Vorteil, noch echt mehr Komfort. Das überzeugt und darum geht es auch, weiterhin Vertrauen zu schaffen in das Thema, aber auch drüber zu sprechen, da setzt die Kampagne an, da, da, da. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister, ja, dass Sie uns mit reingenommen haben. Dankeschön. Ja, in unserer ersten Gesprächsrunde geht es eben auch um die Erfolge, aber auch die Herausforderungen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Wir sprechen natürlich auch über das Deutschlandnetz und wir haben uns gedacht, es dient den Formaten des heutigen Tages, wenn wir in jede Talkrunde mit einem kurzweiligen Impuls reingehen, der uns quasi nochmal den Rahmen setzt und das Thema schön auf den Punkt bringt. Und der erste Impuls des Tages kommt von Johannes Pallasch, der seit 2012 bei der NOW GmbH tätig ist. Ist seit Anfang 2020 der Sprecher des Leitungsteams der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Er ist ein sehr zackiger Typ, deswegen steht er jetzt schon neben mir. Denn Johannes, ich wollte eigentlich noch sagen, dass du insbesondere für die Themen Strategie und Kommunikation zuständig bist in der Leitstelle. Und da hilft dir natürlich, dass du die Themen Elektromobilität, Ladeinfrastruktur seit vielen, vielen Jahren aus unterschiedlichen Positionen auch betrachtest. Wir freuen uns auf deine Perspektive auf den Ausbau. Du bist jetzt im Flugmodus und absolut bereit. Herzlich willkommen. Es ist der 29. September 2024. Sie stehen auf der Straße 17. Junis, haben Turnschuhe an, Sportklamotten und sind schon leicht angeschwitzt. Auf den Bäumen und den Pflanzen im Tierpark ist auch leichter Raureif drauf, es ist ja schon Spätsommer. Und es ist der 50. Marathon in Berlin. Dieser Marathon geht durch die ganze Stadt und es ist heute das erste Mal, dass Sie diese Strecke laufen. Sie kennen dieses Profil nicht. Sie wissen auch nicht, welche Anstrengungen auf Sie zukommen, welche Hürden dann in den einzelnen Stadtteilen auf Sie warten. Und Sie laufen los. Sie laufen los, passieren die Siegessäule, Kilometer 1. Dann laufen Sie weiter, Kilometer 2, und sind immer noch auf der Straße des 17. Junis.
Bei Kilometer 2, das ist ungefähr der Punkt, bei dem wir heute stehen, wenn wir über den Fahrzeughochlauf und den Hochlauf der Ladeinfrastruktur reden. Wir haben, wie wir es gerade gehört haben, schon rein elektrisch 1,4 Millionen Fahrzeuge im Markt. Aber wenn wir uns angucken, wie viele Fahrzeuge in Deutschland unterwegs sind, und wir reden hier über 49 Millionen PKWs und dann nochmal, wenn wir die anderen Fahrzeuge mit reinnehmen, dann ist es nochmal mehr, 20 Millionen mehr, dann ist das eine extrem lange Reise. Und das ist nochmal wichtig, bewusst zu machen. Wir sind gut gestartet, wir sind aufgewärmt. Ich glaube, wir haben die richtigen Schuhe an. Wir haben auch ein Verständnis davon, wie die Strecke verläuft, aber es ist eben lang und darauf möchte ich hinweisen, es ist ein Transformationsprozess. Und es gab vor 2 Wochen eine Veranstaltung von der Elli und da war auch ein hochrangiger Vorstand da, der hat gesagt, pass auf Leute, das ist die größte Transformation, vor der die Automobilindustrie jemals gestanden hat. Sie nickten, Sie waren dabei und so ist es auch. Und von daher möchte ich eben auch betonen, Transformation bedeutet eben nicht nur Mengengerüste, also wie viel haben wir auf der Straße, sondern eben auch an ganz vielen verschiedenen Stellen diese ganze gewachsene regulatorische Welt anzupassen auf das neue Bedürfnis Elektroauto und eben auch den Kunden zu überführen in dieses Zeitalter. Weil, das betonen wir auch immer, die Bürgerinnen und Bürger sind gewohnt, durch Deutschland zu fahren mit einem sehr hohen Anspruchsniveau. Das funktioniert mehr oder weniger reibungslos, lassen wir die Staus mal außen vor, aber ansonsten funktioniert das reibungslos. Man tankt, man hat ein Fahrzeug, das relativ verlässlich ist und wir müssen eben mit der Ladeinfrastruktur da auch ein Angebot schaffen. Und die Reise wird steil. Wenn wir uns die prognostizierten Absatzzahlen angucken und wir haben die Hersteller ins Bundesverkehrsministerium einladen lassen, dann ist es ja so, dass das, was heute pro Jahr dazukommt, ich möchte nicht sagen homöopathisch ist, aber das sind ja noch relativ überschaubare Dosen. Gegen Ende des Jahrzehnts müssen wir, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir eigentlich das, was jährlich in den Markt reinkommt, mehr oder minder vollumfänglich elektrifizieren. Das heißt, jeder, der sich dann 2030 überlegt, ein Auto zu kaufen, der müsste eigentlich eine Entscheidung treffen, ich kaufe mir ein Elektroauto, damit es diese Ziele dann auch, damit die Klimaschutzziele erfüllt werden. Und das bedeutet, die Flotte wächst und wir haben eben diese Prognosen nochmal durchlaufen lassen und wir kommen auf 13,4 Millionen Fahrzeuge, die die deutsche Industrie verkaufen könnte, für die Produktionskapazitäten vorgesehen sind, aber es liegt ja an der Bürgerin und dem Bürger, ob sie diese Kaufentscheidung auch noch trifft. Und das muss uns immer nochmal bewusst sein. Wir müssten den Rahmen dafür setzen, dass die Leute sagen, geiles Produkt, will ich haben, ich kaufe mir ein E-Auto. Und die Welle, die wir aber gerade draußen erleben, auch in der Presse und auch allgemein an anderen Stellen, die läuft ja eher gegen uns, wenn man ehrlich ist. Wir haben ein tolles Produkt, aber es gelingt uns eben nicht, das in alle Köpfe reinzukriegen. Und das ist die große Aufgabe im nächsten Schritt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir an der Stelle auch erklären, wir haben einen Plan. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und wie der Herr Minister gesagt hat, es ist eben an der Stelle datengetrieben und auch, glaube ich, global gesehen einzigartig, mit welcher Detailliebe wir hier an der Stelle planen und auch im Blick auf den Hochlauf der Ladeinfrastruktur schauen. Wir übertragen eben das, was der Bürger heute macht, auf das, was er zukünftig machen wird. Und ich möchte dann diese Studie jetzt auch nur kurz anreißen, weil die Kolleginnen das später auch nochmal im Detail ausführen werden. Aber was tun wir? Ich habe diese Folien, glaube ich, schon vor langer Zeit schon mal gezeigt. Manche kennen die auch schon. Und von daher, wir haben heute die Fahrten der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land im System. Wir haben die statistisch erfasst. Und das bedeutet, wir wissen, wie die Menschen unterwegs sind. Und wir gehen auch davon aus, dass das sich ja nicht schlagartig verändert. Das heißt also, ich sage mal, wenn ich meine Eltern im Rheinland habe, dann sitzen die auch in 5 Jahren noch. So. Und dann will ich auch diese Fahrt noch dahin machen. Und das heißt also, der Mensch ist ja relativ stabil in seinen Verhaltensmustern. Deswegen überführen wir das dann. Wir nehmen das klassische Verbrennerauto, wir übersetzen das dann vielleicht einen Tankstopp. Und dann kommt die elektrische Fahrt, die wir da drüber legen, mit 2 Ladestops bei dem gleichen Produkt. Und deswegen sagen wir immer, es ist so wichtig, dass wir aus Nutzersicht denken. Wir müssen aus Nutzersicht definieren, was wir an Ladeinfrastruktur brauchen. Und wir haben ja oft das Problem, wir haben ja auch politische Zahlen in der Welt. Es gibt Zahlen, die sind da drüber, die Zahlen sind da drunter. Und ich möchte nochmal dafür werben, dass wir eben sagen, okay, lasst uns aus Nutzersicht gemeinsam auf die Thematik schauen, weil, und das möchte ich damit ausdrücken, wenn ich sage, es liegt ja auch in unserer Hand, ob die Leute uns da draußen glauben, ob das Produkt fliegt oder nicht. Wenn wir denen erklären, pass auf Leute, wir zusammen haben einen Plan. Stand heute ist aber oft noch so, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen und das hilft uns aber nicht beim Verkauf von Elektroautos. Da müssen wir Ruhe reinkriegen. Und deswegen wichtig, dass wir an der Stelle uns schon Gedanken machen, was ist denn der geeignete Fahrzeughochlauf? Und es gehört eben zur Ehrlichkeit dazu, wenn ich zu wenig Bedarf drin habe, dann wäre zum Beispiel der Bereich, der hier gerade ausgespart ist, den gäbe es dann gar nicht in so einer Fahrt. Den gibt es dann einfach nicht im System, der wird gar nicht berechnet. Also das heißt, wenn ich sage, okay, ich
schraube die Bedarfe künstlich politisch runter, würde der Mensch an der Stelle eben nur bis Magdeburg kommen und nicht weiter. Das mal ein bisschen überspitzt formuliert. So. Wir haben aber eine herausfordernde Situation, weil wir nicht genug PKWs in den letzten Jahren und in den letzten Monaten verkauft haben. Das heißt, die Ladeinfrastruktur ist jetzt wirklich in den Vorlauf gekommen. Das sehen wir hier schön an den Zahlen. Wir haben das mal übereinander gelegt. Also da, wo sich die schwarz mit der gelben Linie schneidet im Jahre 2021, da ist eigentlich perfekt. Da matcht das perfekt. Ne? Und wir sehen jetzt, wie die schwarze Linie, das ist die Ladeinfrastruktur, in Leistung definiert, dann auseinanderläuft und die Fahrzeuge nicht hinterherkommen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Ich glaube, allen ist es bekannt, es gibt keine Förderung mehr. Ich muss persönlich sagen, das war natürlich hart und abrupt, aber der Staat hätte das auf Dauer auch nicht ausgehalten. Ich meine, irgendwann hätte man da rausgemusst. So. Von daher haben wir auch mit Freuden gesehen, dass ja auch teilweise dann das Delta übernommen worden ist von der Industrie, aber es hat natürlich einen Impact gehabt auf die Menschen. Wir haben dann die Debatten, die wir in der medialen Welt auch miterleben dürfen, über, haben wir zu viel, zu wenig Ladeinfrastruktur, wo ich schon gesagt habe, das müssen wir abbestellen. Also abbestellen, nicht abbestellen. Es gibt dann noch Punkte, die wir auch in der eigenen Hand haben. Also ich glaube, das Produkt E-Auto ist ja noch gar nicht an dem Punkt, wo man sagt, es hat diesen iPhone-Faktor. Es verkauft sich von alleine, weil die Leute sagen, wow, das möchte ich haben, das überzeugt mich. Und ich glaube, der nächste Schritt ist eben das Thema Powerbank. Also dass wir das Fahrzeug zu dem machen, was es eben auch sein kann. Ein Energiespeicher. Und deswegen ist das Thema bidirektionales Laden, Herr Minister, so wichtig. Und ich hoffe sehr, dass das BMWK den Schritt geht, den notwendigen Schritt geht, dass es eben bei den Fahrzeugen eine Gleichstellung mit den Großspeichern gibt, ne, dass wir da eine Anpassung in der Regulatorik bekommen, dass wir eine Befreiung von den Netzentgelten bis 2028 bekommen, weil dann können wir dieses Potenzial heben. Einfach mal über den Daumen. Stellen Sie sich vor, Sie können einfach über diesen Rahmen, den wir heute noch nicht haben, 1.000 Euro im Jahr sparen. Da müssen wir gar nicht über Förderprogramme reden. Das machen wir über die Rahmengesetzgebung an der Stelle. Wenn wir aber mal das nehmen, was wir jetzt quasi als aktuellen Stand haben, wo wir gerade stehen, und das nochmal vor die Reise legen, die wir da haben, Stichwort Marathon, bis 2030, und das ist ja dann nur auf 2030 bezogen, das ist ein Drittel der Reise, dann sehen wir, wie steil quasi noch dieser Hochlauf ist. Sie sehen schon oben rechts diese beiden Punkte. Da soll es hingehen. Und wenn man dann noch eine Kurve anlegt, ich habe jetzt, damit ich jetzt nicht aufs Glatteis gerate, mal 2 Jahre ausgelassen. Ne? Da muss irgendwas passieren. Und wir sehen, der Hochlauf, der da hinten dran hängt, der ist dann steil. Nur dieser Eindruck, dass wir jetzt eigentlich durch sind und dass wir genug Infrastruktur haben, das ist eine Momentaufnahme. Vor dem Hintergrund dieser langen Reise eben ein Vorlauf, sage ich mal, von einem halben bis einem Jahr, den wir da haben. Wir haben einen Puffer, den sollten wir auch gut nutzen, aber es geht weiter. Und, ganz wichtig, es löst noch nicht die Verteilungsfrage. Es gibt Standorte, da haben wir, gelinde gesagt, auch einfach Puffer, könnte auch Überkapazitäten sagen. Ne? Also es gibt Standorte, da haben wir einfach unfassbar viele Schnelllader, weil man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt einmal auf und dann bauen wir alles hin. Das heißt aber nicht, die kommen natürlich in die Statistik rein, ne, vollumfänglich, das bedeutet aber nicht, dass dann in einem Nachbarort entsprechend genug Ladeinfrastruktur verfügbar ist. Ne? Beispiel Kamener Kreuz. Ich kann das ganze Kamener Kreuz, ne, voll Nagel- und Schnellladeinfrastruktur, statistisch gesehen brauchst du in Dortmund gar nichts mehr. So, Sie sehen das Problem. Ein Punkt noch, um noch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten an der Stelle. Es gibt einen Punkt, der mich gerade nervös macht. Wir waren beim Thema Pricing schon mal weiter. Wir hatten damals eine Zeit, wo wir doch gesagt haben, oh, wir fahren mit 10 verschiedenen Ladekarten durch Deutschland. Das haben wir erfolgreich eingefangen. Da war es am Ende nur noch eine. Wir kommen jetzt in letzter Zeit wieder in eine Welt rein, wo sich das langsam wieder aufdröselt. Also wir sind eigentlich an einem Punkt, wo man wieder mehrere Karten sich anlegt als E-Mobilist, weil wir sehen, es gibt zunehmend Abo-Modells, die von den CPOs in den Markt gebracht werden und dass die EMPs es schwer haben, sich da auch mit einzubringen, was ist passiert. Es ist eben schon so, dass die lokale Macht eines CPOs an der Stelle ausgespielt wird. Und wir müssen schon noch mal überlegen, ob das quasi, das wir jetzt anbieten, also dass ich sage, okay, ich kriege bei einem CPO einen sehr guten Preis, aber über das Roaming eigentlich nicht mehr bei den anderen, ob uns das hilft. Das heißt also, ich habe eine große Torte und auch ein großes Stück, auf das ich dann günstig zugreifen kann, aber der Rest der Torte, der interessiert mich eigentlich gar nicht so. Bei dem habe ich das Empfinden, der ist teuer. Und deswegen, eigentlich wäre es gut, wenn die Leute in Deutschland das Gefühl hätten, okay, es gibt einen durchgängigen DC-Preis, der fair, attraktiv, diskriminierungsfrei ist, das würde uns helfen für den Massenmarkt. Weil das, was wir in den Debatten daraus mitbekommen bei den Bürgerinnen und Bürgern, ist die hohe Verunsicherung über diese riesen Preisspreizung und quasi diese Tarifvielfalt, das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Ich weiß, das muss alles der Markt regeln, deswegen sind wir auch an dem Punkt, aber ich glaube, die AFIR wird uns an der Stelle Hilfestellung liefern, weil da drin steht diskriminierungsfrei und wir werden uns in der nächsten Zeit darüber unterhalten müssen, was bedeutet eigentlich diskriminierungsfrei.
Und jetzt noch zu dem großen anderen Transformationsprojekt. Wir haben noch den LKW und während wir beim PKW ja schon 10 Jahre erfolgreich unterwegs sind, sind wir hier, würde ich sagen, so seit 1-2 Jahren in den Forschungsprojekten und jetzt steht an die große Skalierung. Und das ist etwas, wo wir noch weniger Zeit haben und wo wir mit viel mehr Druck eben auch ran müssen, vor allem vor dem Hintergrund, wenn Warenketten in Deutschland maßgeblich auf LKWs basieren, wenn diese maßgeblich aber auch fahren müssen und wenn es dafür zukünftig maßgeblich Elektro-LKWs geben muss, dann muss es dafür auch maßgeblich eine Ladeinfrastruktur geben, die es heute nicht gibt. Und deswegen, ich möchte schon mal teasern, wir werden an anderer Stelle heute von den Kollegen sehen, wie sieht denn dieses Netz eigentlich aus, dass da in einem ersten Schritt jetzt in die Zahl hochgezogen werden darf, um es ihm nicht zu klauen. Unser Chefplaner kommt aus Franken, das ist Nürnberg, Sie werden später die ganze Karte sehen. Das sind ungefähr 350 Standorte. Ich möchte darauf hinweisen, mindestens 350 Standorte, sage ich immer, weil wenn wir dafür nicht die notwendigen Netzanschlusskapazitäten bekommen müssen, wir woanders hin, dann kann sich die Zahl auch noch erhöhen. Und ganz wichtig, das, was wir da gerade vorhaben, ist auch wieder eine sehr, sehr große Ausschreibung, weil es sind eben Bundesflächen. Und das, was der Bund hier an der Stelle schon tut, er geht eben jetzt schon mal schnell in Vorleistung und bestellt die Netzanschlüsse. Das ist das, was jetzt relativ zeitnah ansteht. Die Standorte sind definiert und die Bestellung der Netzanschlüsse läuft los. Das heißt, also da, wenn das erstmal läuft, verlieren wir keine Zeit. Und es ist eben auch ein positiver Kipppunkt. Wir haben ja jahrelang darüber diskutiert, wie kommt eigentlich die Energie an die Autobahn. Jetzt haben wir es entschieden, jetzt kommt sie. Es ist die Frage, wann? Und deswegen, ganz wichtig, auch da brauchen wir nochmal eine Haltung, ein Deutschlandtempo, in dem wir sagen, okay, diese Bestellung der Netzanschlüsse muss unterstützt werden, das muss schnell gehen. Das ist wirklich ein strategisches Projekt hier in der Bundesrepublik. Wir werden ausschreiben, im ersten Schritt auf den unbewirtschafteten Rastanlagen. Ich hätte lieber einen anderen Mix gehabt. Ich hätte lieber bewirtschaftete mit unbewirtschafteten gehabt. Das ist so meine persönliche mein Wunsch gewesen. Aber so, es gibt ein Verfahren beim EuGH und solange das nicht durch ist, können wir eben nicht klären, was denn auf den bewirtschafteten passiert. Aber die erste Ausschreibung wird auf unbewirtschafteten Rastanlagen laufen. Jetzt sagen Sie, ah, die unbewirtschaftete Rastanlage, da fährt doch keiner hin und. Der LKW-Fahrer, der will doch eigentlich lieber Stickers kaufen. So. Der LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrerin kauft auch auf einem bewirtschafteten Rasthof oder beim Autohof in der Regel keinen Stickers oder einen Kaffee. Die bringen dir mit oder was die wollen möglichst schnell ne, zum Lidl kommen. Und deswegen glauben wir, dass diese Standorte trotzdem geeignet sind und das Verfahren selber ist an der Stelle eben maßgebend. Das heißt, also, das, was da erarbeitet wird, das ist auch Grundlage dann für das weitere Verfahren, sofern es eins gibt, beziehungsweise eben die technischen Anforderungen, die erarbeitet werden, wettbewerbliche Anforderungen, die sollen auch übertragen werden dann auf das Gesamtsystem. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, sich an dem Verfahren zu beteiligen. Und dann kommen diese Rastanlagen, die ja 2/3 der Standorte ausmachen, da ist vollkommen offen. Ist das etwas, was die Tango Rast macht? Ist das der Bund, der ausschreibt? Und da warten wir sehnsüchtig auf die Antwort aus Brüssel. So, noch abschließend, wir brauchen natürlich drumherum auch regulatorische Anpassungen, wir brauchen sonstige Maßnahmen. Das alles, was wir da vorhaben, passt ja eigentlich nicht in die Welt, die wir heute haben. Wir wollen da eine Kamera aufstellen an der Autobahn. Ist das möglich? Wir wollen Reservierungen machen. Ne? Was brauchst du da für regulatorische Anpassungen etc.? Das heißt also, das muss uns allen bewusst sein, auch um die Bestellung der Netzanschlüsse, um die Ausschreibung drumherum, braucht es weitere Maßnahmen. Sehr geehrter Herr Minister, Frau Staatssekretärin ist schon weg, liebe Abgeordnete, da hinten, okay. Ich möchte mich im Namen der Nationalen Leitstelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Referaten, die uns ja, täglich in der Arbeit begleiten und die bei uns ja, im sehr engen Austausch stehen. Dafür herzlichen Dank. Die Leitstelle wäre gestern, sowas feiert man nicht, aber 4,5 Jahre geworden. Das heißt, wir sind jetzt in dem 5. Jahr. Das ist, da wird man langsam flügge, glaube ich, eine gute Erfolgsgeschichte. Und wir mössen aber auch der Industrie danken, weil wir letztendlich angelegt sind, das war immer der Gedanke als Leitstelle oder NOW, dass wir eine Schnittstelle sind. Wir sind die Schnittstelle zwischen der Bundesregierung und der Industrie und Wissenschaft. Und dafür auch herzlichen Dank, dass Sie nicht nur heute gekommen sind, sondern auch in der täglichen Arbeit mit uns immer im Austausch stehen. Und natürlich ganz herzlichen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit täglich machen. Weil ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Einfach laden, daran arbeiten wir. Und das sieht man bei den Kolleginnen und Kollegen. Das tun sie wirklich mit Inbrunst. Vielen Dank.
Ja, Johannes Pallasch, ganz herzlichen Dank. Das kann ich nur unterstreichen. Da ist viel Herzblut im Spiel. Und das Schöne bei so einem Marathon ist ja die Endorphinausschüttung am Ende, Johannes. Ich habe hier mal einen Halbmarathon in Berlin gemacht. Ich warte heute noch drauf, dass das passiert. Aber gut, da macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ins Ziel zu gehen, gemeinsam. Danke dir. Ja, Sie sind dran. Ich habe es eben schon gesagt, wir wollen Sie natürlich einbinden und uns interessiert, was Sie umtreibt. Und bevor wir jetzt gleich in die Talkrunde gehen, empfehle ich Ihnen einmal mehr Slido. Wenn Sie mögen, dann scannen Sie den QR-Code, den Sie jetzt gleich noch einmal hier sehen, den Sie aber auch auf Ihrem Name-Tag haben, wie man so schön neudeutsch sagt. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, die Frage unbedingt gerne zu adressieren, damit wir auch wissen, an wen die geht. Und Sie dürfen auch andere Fragen hochvoten. Das heißt, wenn Sie sagen, oh, da war aber jemand clever, das interessiert mich auch, dann voten Sie entsprechend einmal und dann nehmen wir die prominentesten Fragen hier auf der Bühne mit rein. Ja, und damit freue ich mich auf unser erstes Podium. Die Staatssekretärin ist natürlich noch mit dabei und ich begrüße zunächst einmal das Kollektiv. Kommen Sie gerne hoch zu mir, damit ich Sie dann näher vorstellen kann. Herzlich willkommen. Kommen schon in der Reihenfolge der Sitzordnung nach oben. Wunderbar, bestens vorbereitet ist hier alles. Ja, fühlen Sie sich wohl, nehmen Sie Platz, beziehen Sie Stellung. Zunächst möchte ich Sie vorstellen, Sie im Grunde muss ich überhaupt nicht vorstellen. Sie sind die parlamentarische Staatssekretärin im BMDV und wenn wir bei Ihnen mal auf die einzelnen Themenbereiche gucken, dann sind Sie auch die Beauftragte des BMDV für die Ladesäuleninfrastruktur, Frau Kluckert, aber Sie haben weitere Schwerpunkte Ihrer Arbeit, daneben nämlich die digitale Infrastruktur und Gesellschaft, das Thema Elektromobilität, Mobilität 4.0 und Schifffahrt, das sind Ihre Steckenpferde. Herzlich willkommen, Frau Staatssekretärin. Wunderbar, dass Sie mit dabei sind. Außerdem in der Runde Dagmar Fehler, die Co-Leiterin der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur der NOW GmbH, die dort unter anderem für das Thema Digitalisierung zuständig ist. Und ganz spannend, der erste Arbeitstag in der Leitstelle war gleichzeitig auch das Kick-off für das Konzept des Deutschlandnetzes. Und seitdem begleitet sie alle Phasen. Herzlich willkommen, Dagmar Fehler. Ich freue mich auf Deria Guran, die ganz spontan heute gesagt hat, ich werde Dirk Brandenburger vertreten. Vielen Dank dafür, der leider erkrankt absagen musste. Sie sind die Abteilungsleiterin Innovation bei der Autobahn GmbH des Bundes. Sie sind seit 2019 mit dabei, das heißt, Sie haben auch den ganzen Transformationsprozess entsprechend mitgemacht. Und ja, seit Juni 2020 sind Sie eben für Innovation und das heißt damit auch für Ladeinfrastruktur verantwortlich mit einem Team gemeinsam. Freut mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind in der Runde. Und herzlich willkommen heiße ich auch Pascal Boston. Er ist Country Lead Germany und zwar beim norwegischen Energieversorger Eviny. Die letzten 2,5 Jahre hat er erfolgreich den Markteintritt des Unternehmens in Deutschland vorangetrieben. Zuvor war er für eine Unternehmensberatung tätig. Da ging es mit viel Leidenschaft auch um die Themen Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Ja, und Sie freuen sich jetzt tatsächlich darauf, die Herausforderungen des Deutschlandnetzes anzupacken. In Ihrem Kontext sprechen wir über 142 Standorte. Herzlich willkommen, Herr Boston. Servus. Und herzlich willkommen an Jan Petersen, Geschäftsführer der Total Energies Charging Solutions Deutschland GmbH, die 2022 gegründet worden ist. Das heißt, Sie betreiben, Sie investieren in Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland, auf Gewerbeflächen im öffentlichen Bereich, aber Sie bieten auch komplette Ladelösungen für Gewerbekunden an. Sie sind seit 1997 mit an Bord im Konzern, hatten dort verschiedene Leitungsfunktionen inne und freuen sich jetzt auf die neue Mobilität, in die Sie einsteigen. Herzlich willkommen. Danke. Ja, tolle Runde. Da werden wir viele unterschiedliche Perspektiven einsammeln können. Zunächst, Frau Kluckert, wir haben eben schon die erfolgreichen Zahlen gehört. Wenn wir mal genauer draufschauen, Sie sind seit über 2 Jahren jetzt die Beauftragte für die Ladesäuleninfrastruktur. Und seit dieser Zeit hat sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte mehr als verdoppelt. Das kann sich sehen lassen. Auch die Ausschreibungen für das Deutschlandnetz sind unter Dach und Fach, konnten erfolgreich abgeschlossen werden.
Wie bewerten Sie einerseits die Erfolge und wo identifizieren Sie Herausforderungen, wenn Sie jetzt auf das Deutschlandnetz schauen, wo sagen Sie, da müssen wir ganz genau hinschauen? Ja, also erstmal sind es wirklich tolle Erfolge, ja. Und ich glaube, wir können da insgesamt als, ich sag mal, Elektromobilisten stolz drauf sein, was hier erreicht worden ist, insbesondere in den letzten Jahren, was wir gemeinsam geschafft haben. Das Deutschlandnetz, so würde ich das beurteilen, das läuft. Da werden jetzt peu à peu die Standorte aufgebaut. Wir haben jetzt nochmal, bis Herbst wollen wir nochmal 10 Standorte auch eröffnen. Das ist wirklich auf der Spur. Aber wir müssen ja auch betrachten, dass wirklich ein Großteil des Engagements, der auch der Risiken und so weiter trifft die Wirtschaft. Also das ist, wir finanzieren im Rahmen des Deutschlandnetzes als Staat, aber die Wirtschaft geht natürlich auch mit massiven Investitionen rein in diesen Markt und baut die meiste Ladeinfrastruktur selbst auf. Und da ist es natürlich noch so, dass das ein oder andere zu lange dauert, das ein oder andere findet noch keinen Platz und das dritte ein oder andere rechnet sich noch nicht. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen. Und das bedeutet natürlich zum Beispiel, dass wir mehr Autos dann am Ende auf der Straße brauchen, die dann auch laden, damit der Business Case am Ende in Erfüllung geht. Dafür brauchen wir günstigere Autos und alles, was dazugehört. Und deswegen sind das sehr viele Zahnräder, die da zusammengehen. Regulatorik, Herr Pallasch hat es gerade eben angesprochen, bidirektionales Laden, das ist der neue heiße Scheiß, sage ich mal, was kommen wird. Da sind wir jetzt, das eine Unternehmen bietet schon eine einzige Wallbox, aber auch nur für ein Auto an. Das ist natürlich immer so beim Markteintritt auch von neuen Innovationen. Da erwarten wir natürlich, dass da jetzt noch ganz viel folgt und am Ende auch die Wallbox, die nicht nur die eine Wallbox, sondern dass es sozusagen am Ende vielleicht auch überschreitend von der Lokalität geht oder so. Also beim bidirektionalen Laden erwarte ich sehr viel. Aber insgesamt sind das einfach noch viele Zahnräder, die da auch ineinander übergreifen müssen. Und Sie haben ja die Rolle der Wirtschaft angesprochen. Am Ende muss es sich natürlich auch rechnen. Es muss sich rechnen. Man braucht eine Verlässlichkeit. Das ist ja sehr, sehr wichtig in Zukunft auch. Und wir werden ja gleich auch nochmal über die Flächenverfügbarkeit und so weiter sprechen, weil da haben wir sogenannte Pain Points, ja, wo man sagen könnte, da braucht es noch ein bisschen Schub. Zunächst würde ich aber jetzt erstmal gerne auf das ganze Thema Umsetzung schauen, Frau Fehler, denn wir haben eben ja schon gehört, dass die Leitstelle da ja kräftig unterstützt und vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie jetzt eigentlich hier der zügige Ausbau des Deutschlandnetzes auch gewährleistet werden soll. Sehr gerne. Also wir sind eigentlich so ein bisschen der Second Level Support und zwar einmal so für den Bund, natürlich für den Vertragsmanager des Deutschlandnetzes, aber auch für Betreiber, Kommunen und Länder. Das heißt, die große Herausforderung, die wir eigentlich hatten, war, dass aufgrund des wettbewerblichen Verfahrens wir gar nicht so viel über das Deutschlandnetz reden konnten und jetzt die Betreiber aber Flächen in den Kommunen akquirieren mussten und die Kommunen gar nicht Bescheid wussten, was da eigentlich auf sie für eine Welle zurollt. Deswegen haben wir in den letzten Wochen und Monaten eine Länderjourney gemacht, wo wir Kommunen und Betreiber losbezogen zusammengebracht haben. Einmal, damit sie sich kennenlernen, damit sie wissen, was sozusagen die Anforderungen je los sind, aber auch, damit es einen Austausch gibt zwischen Betreibern und Kommunen. Was wir aber auch machen, wir unterstützen zum Beispiel, wenn Flächen jetzt nicht unbedingt zu 100% in einem Suchraum liegen, unterstützen wir den Vertragsmanager zu klären, ob dieser Standort noch okay ist im wettbewerblichen Sinn. Also das ist uns immer ganz wichtig, dass durch das Deutschlandnetz kein Wettbewerb abgebrochen oder unterbunden wird. Sind wir dabei, dass wir für die Kommunen so Handreichungen erarbeiten. Das heißt, wir haben, nachdem sozusagen die Flächen erstmal dann akquiriert sind, geht es ja darum, dass die Ladeinfrastruktur zu genehmigen. Und das ist bei Ladeinfrastruktur ist das sehr mannigfaltig. Da gibt es viele Verordnungen, viele Rechte. Und da haben wir einen Genehmigungsleitfaden geschrieben. Und dann gibt es auch manchmal sehr spezielle Fragestellungen, zum Beispiel, wenn jetzt das Vergabeverfahren von Kommunen, von Flächen an Betreiber, wie man damit umgeht. Und auch da unterstützen wir immer sehr kurzfristig. Und ja,
Und das Schöne ist, da nehmen wir unsere Gäste ja heute dann auch noch mit rein, sehr detailreich, denn wir stellen diese einzelnen Tools im Laufe des Tages, im Laufe der Konferenz übrigens auch nochmal vor, damit Sie sich anschauen können, wie das konkret aussieht, wie das ausgestaltet ist, auch für diejenigen, die es dann letztendlich umsetzen dürfen. Genau. Herr Petersen, wir sprechen über eine Neuausrichtung der Energieunternehmen im Kontext der Ladeinfrastruktur. Das ist ja ganz interessant, was da gerade passiert. Und da kann man sich ja die Frage stellen, was haben Sie eigentlich für Visionen und was sind auch Ihre Ziele in dem Bereich, wenn Sie jetzt quasi auf dieses neue Feld gehen und welche Herausforderungen sehen Sie auch, wenn es jetzt an die Umsetzung geht? Na, vielleicht fange ich erst mal an, dass wir sagen, wir als ehemaliges Öl- und Gasunternehmen haben natürlich ein Geschäftsmodell, das wegbricht. Ne? Das ist so die einige Geschichte und wir sind so seit vielen Jahren mehr und mehr Multi-Energie-Unternehmen und in Deutschland beispielsweise haben wir unser Tankstellennetz verkauft und haben auf der anderen Seite Lizenzen im Offshore-Wind gekauft bzw. An Versteigerung teilgenommen, sodass wir unsere Wertschöpfungskette komplett verändern. Und wir als Total Energies Konzern versuchen immer auf der gesamten Wertschöpfungskette aktiv zu sein, von der Produktion bis letztendlich zum Verbrauch. Das heißt von ursprünglich mal der Ölplattform bis zur Tankstelle, jetzt vom Windrad bis zum Elektrofahrzeug. Was wir als Ziele dabei haben, ist, dass wir in Summe bis 2050 weltweit energieneutral, CO2-neutral sein wollen. Das ist eine Sache. Und was wir in Deutschland ganz konkret haben, ist, dass wir natürlich unter den führenden Anbietern von Elektromobilität dabei sein wollen. Das heißt, das Deutschlandnetz ist für uns so ein Kickstart, so nenne ich das gerne, weil wir es einfach loslegen und das Deutschlandnetz verdoppelt mal eben die Anzahl der Ladepunkte, ne, der Schnellladepunkte. Und das ist natürlich für alle wichtig. Wir haben im Moment sind wir auf Platz 11. Durch Deutschlandnetz werden wir deutlich nach vorne gehen. Das ist also eins unserer Ziele, wobei wir selber als Unternehmen nicht nur Deutschlandnetz bedienen wollen, sondern natürlich auch außerhalb des Deutschlandnetzes unseren Kunden den Fahrstrom zur Verfügung stellen wollen. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir selber wollen 30.000 Ladepunkte bis 2030 beispielsweise betreiben. Das sind so ein paar Kennzahlen, die wir haben. Also hehre Ziele auf jeden Fall. Das muss erstmal umgesetzt werden. In dem Kontext, wo sind so die Herausforderungen? Also wo stoßen Sie jetzt schon so an Grenzen, wo Sie sagen, uiuiui, das hatten wir uns vielleicht anders vorgestellt? Also ich höre immer sehr viele Diskussionen über Ziele und wir haben häufig sehr praktische Probleme. Das eine ist immer Fläche. Wenn wir einen Ladepark aufbauen wollen, das hört sich ganz banal an. Das erste, wir brauchen Platz, wir brauchen Grundstück, wo wir das hinbauen können. Das zweite, was wir brauchen, ist Strom. Auch das ganz banal. Und wir haben große Probleme. Vielleicht ein Beispiel. Wir hatten 82 Standorte eingereicht im Dezember für das Deutschlandnetz. Wir haben 3 Lose gewonnen. Wir haben für 47 Standorte haben wir noch keine Genehmigung bekommen. Das wäre der dritte Punkt, Baugenehmigung. Und wir haben für über 20 noch gar keine Rückmeldung vom Stromnetzbetreiber. Also wir wissen gar nicht, ob es abgelehnt wird oder ob zugestimmt wird. Und das sind so die praktischen Herausforderungen, die wir haben. Also wir sind in den Niederungen des Verwaltungsdschungels angekommen und jetzt müssen wir einfach schneller werden. Und da ist auch die Bitte, und das höre ich immer sehr gerne, was Frau Fehler sagt, dass auch den Gemeinden, dass den Kommunen, vielleicht auch den Ländern Leitfäden an die Hand gegeben werden, damit die auch schneller agieren können. Ja, da sind wir wieder beim neuen Deutschland-Tempo, haben wir eben gehört. Ne? Da muss es einfach schneller gehen. Herr Boston, da ist es ja ganz interessant, wenn wir mal nach Norwegen schauen und auch auf die Geschichte von Eviny, denn die haben schon sehr früh dort angefangen, sich dem Thema zu widmen. Und wir in Deutschland sind ja immer schnell dabei zu sagen, ach, wir haben so komplexe Genehmigungsverfahren und es dauert alles so lang. Ist es denn in Norwegen tatsächlich schneller? Und wenn ja, was machen die anders? Was können wir vielleicht als Learning mit rübernehmen? Ja, am besten fange ich mal mit Eviny an. Also Eviny ist ein norwegisches Energieunternehmen, das 2013 den Entschluss gefasst hat, in die Elektromobilität einzusteigen. Und das war damals noch Pionierarbeit. Die ersten Ladesäulen in Norwegen waren Triple Charger, 50 kW. Das war damals noch Technikstand. Und das war ein langer Weg, wo wir jetzt heute stehen. Und man muss sagen, das war gar nicht so klar, dass die Elektromobilität in die Richtung geht. Wir wissen heute, es ist nicht mehr die Frage, ob die Transformation stattfindet, sondern wann. Und ich würde sagen, also es ist sichtbar, wenn man jetzt mal zurückschaut, 2013 war es faktisch tatsächlich so, dass die Daimler AG 10% von Tesla gehalten hat. Und das war damals ein tolles Investment für die, die haben das dann 2014 verkauft. Heute, wenn man heute schaut, was 10% von der Firma Tesla wert wären, ist das gigantisch. Und so war es auch eine Erfolgsstory für Eviny in Norwegen zu starten. Man konnte da historisch organisch wachsen. Und hat es geschafft, heute einer der größten
Ladeinfrastrukturgeber zu sein in den Nordics, in Norwegen, Dänemark und Schweden. Und wir freuen uns jetzt auf die Challenge, auch in Deutschland mit dem Deutschlandnetz den Einstieg zu schaffen. Sehen da auch ganz offen, dass da regulatorisch eine höhere Komplexität ist. Also wenn ich allein daran denke, 900 Verteilnetzbetreiber mit verschiedensten Antragsverfahren, also da gibt es schon noch ein paar Hürden. Dennoch ist es für uns eine Challenge und für uns ist das Deutschlandnetz nichts Geringeres als die Ladesäule oder die Tank-Erfahrung der Zukunft zu bauen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich ein kleiner Bub war, erste Mal an der Tankstelle, da denke ich an große Dächer mit den bekannten Farben, dann denke ich an den Geruch von Benzin, das fand ich damals sehr interessant, und an einen Shop, wo man Getränke und Süßigkeiten kaufen konnte zu überhöhten Preisen. Und das ist, das wird sich jetzt ändern. Also die Ladeerfahrung der Zukunft wird anders aussehen, viel dezentraler. Es wird ein Teil zu Hause geladen, das gehört dazu, AC-Laden. Und wir schauen auf HPC-Laden und die Langstrecke. Mhm. Und da würde ich ganz klar sagen, haben wir so zwei Use Cases, die immer wieder kommen, ne, die für alle CPUs auch gleich sind. Mhm. Das eine ist wirklich Travel Case, Langstrecke, ich muss schnell aufladen, will dann weiterfahren, muss vielleicht auf die Toilette oder hole mir einen Kaffee. Und das andere, wir nennen das POI Case. Und POI Case ist für uns Point of Interest. Das heißt, ich habe irgendeine Beschäftigung, der ich nachgehe, während ich lade. Supermarkt ist der Klassiker. Ne? Also das paart sich ganz gut. Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, was so die Fakten oder die Learnings sind aus Norwegen, würde ich einerseits ganz klar sagen, wir nennen es gerne Magneteffekt. Große Ladeparks sind Basis für eine gute Lade-Experience. Heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, möchte ich auf keinen Fall in der Schlange stehen. Mhm. Möchte genügend Ladepunkte haben. Wenn ich 4, 6 Ladepunkte sehe, dann weiß ich, ach, vielleicht ist es nicht aktuell, vielleicht finde ich dann auch keinen Lader. Habe ich einen großen Ladepark, kriege ich da was. Und das Zweite ist, wir sagen immer, man muss heute die Standorte akquirieren, die in 10 Jahren die Gewinner sind. So, jetzt haben wir, alle CPUs haben so ihre Glaskugel, die bei den einen ein bisschen anders aussehen, ne? Für mich ist trotzdem nach wie vor wahr, Location, Location, Location hilft. Das ist im Deutschlandnetz erstmal klar, es ist ein Suchraum. Mhm. Da will man trotzdem im Suchraum die beste Location finden. Das ist nicht immer ganz einfach. Deswegen waren auch die Events super, dass wir uns mit den Kommunen austauschen konnten. Ja. Wirklich gute Kontakte bekommen. Klar, muss man erstmal eine Fläche finden. Dann muss man sich auch wirtschaftlich einig werden. Das sind so Schritte, die kommen. Mhm. Und dann gibt es weitere Schritte, die bis zur betriebener Ladeinfrastruktur kommen. Ja, aber da steht dann eben die große Vision, Sie haben es gesagt, Laden wird so einfach wie tanken und da wird es dann auch nach wie vor den Moment geben, dass die Kinder einmal kurz luschern, ob die Eltern auch was mit aus dem Shop gebracht haben, ja? Ja. Ob es ein Eis gibt oder ein Lolli. Jetzt würde ich gerne mal, also von der großen Karte, die wir die ganze Zeit sehen, zu den Autobahnen kommen, denn auch da kommt die Elektromobilität an, ne? An den Autobahnen, an den Raststätten und da frage ich mich, was verändert sich da gerade, Frau Gohr? Nehmen Sie uns mal mit rein. Ja. Also es verändert sich natürlich bei der Autobahn als Organisation und als Infrastruktur einiges mit der Elektromobilität. Man muss zum einen sagen, wir haben gerade festgestellt, Dagmar, wir sind auch nur 5 Jahre jung, muss man dazu sagen, ja, und die Autobahn war erst mal 2 Jahre so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass die Themen der Zukunft ja erst danach auf sie einprasselten. Sie sind aber auf der anderen Seite, und das war bei dem Deutschlandnetz eben auch so, eine absolut gute Gelegenheit zu zeigen, warum eine Autobahn GmbH des Bundes absolut Sinn macht. Weil wir nämlich viele Dinge bündeln und anders koordinieren und organisieren und schneller machen können, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und so ist es nun so, dass wir natürlich mit der Organisation, die wir jetzt haben, und den Autobahnlosen, die wir eben im Rahmen des Deutschlandnetzes ausschreiben konnten und durften, das auch schon unter Beweis stellen konnten, dass eine Matrixorganisation mit zentraler Struktur, was in der Form auch bei der Autobahn jetzt ein Novum war, dass wir das aus der, weil das Kerngeschäft normalerweise in den Dezentralen läuft, in den Niederlassungen, mit einer steuernden und umsetzenden Funktion in den Niederlassungen, die wir jeweils haben. Das so viel zur Organisation. Es verändert sich natürlich auch was mit der Infrastruktur. Ja? Also Autobahnfahren verändert sich und das bedeutet natürlich, dass die Standorte an den Autobahnen, also alle Rastanlagen und damit schließe ich alle ein, eine ganz, ganz andere Bedeutung in der Zukunft bekommen werden. Und unsere Hausaufgabe ist es an der Stelle zu gucken und wir müssen uns mit der Frage in der Zukunft befassen, was ist es, was man an diesen Standorten vorfinden möchte, zusätzlich zu den Ladesäulen und wie kann man das sicherstellen? Mhm.
Und man kann aber die Frage an der Stelle eben auch umdrehen. Also was macht die Elektromobilität mit uns, aber was machen wir als Autobahn mit der Elektromobilität? Und der Minister hat es so schön gesagt, es kommt eben auch auf die Autobahnen an, damit die Verkehrswende gelingt. Und ich glaube, das ist genau die Antwort. Ja, wir werden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die E-Mobilitätswende in Deutschland gelingen kann. Und den Start haben wir mit dem Deutschlandnetz ja auch hingelegt. Also es wird eine innovative Herangehensweise geben. Wie die Ausgestaltung konkret aussieht, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde gerne nochmal auf den Betrag schauen, den die Bundesregierung in die Hand genommen hat für das Deutschlandnetz. Das sind 2,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig, habe ich ja Herrn Minister eben auch schon gefragt, haben wir eine rückläufige Tendenz bei der Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland. Wovon gehen Sie denn aus? Also wird das jetzt einen richtigen Schub auch geben für den Markthochlauf, wenn das Deutschlandnetz einmal etabliert ist? Ich gehe davon aus, also je mehr Kontakte auch mit der Elektromobilität stattfinden, je mehr Sichtbarkeit auch von Elektromobilität im Straßenraum stattfindet, umso mehr kommen die Menschen damit in Berührung und stellen sich die Fragen auch, kaufe ich mir als nächstes ein Elektroauto, kaufe ich mir ein E-Auto. Und da spielen natürlich große Flotten auch eine Rolle. Ich finde in den Städten immer toll, wenn man auch mit ganzen Free-Floating Carsharing zum Beispiel, das ist, kommen viele Leute das erste Mal mit Elektromobilität in Berührung, aber auch in anderen Formen. Also es ist wichtig, dass wir auf die Flotten schauen. Es ist natürlich wichtig, dass wir jetzt auch schauen, wie kriegen wir den Gebrauchtwagenmarkt richtig in die Gänge. Denn es gibt natürlich sehr viele Menschen, die kaufen sich kein neues Auto, sondern die kaufen sich ein gebrauchtes Auto, ein gutes gebrauchtes Auto. Und da brauchen wir einen guten Gebrauchtwagenmarkt. Das hat viel auch was damit zu tun, wie gerade die Zyklen in der Batterie sind und dergleichen, was auch eine Erwartung ist, was so ein Auto wert ist. Und wir hatten in den letzten Jahren einen sehr großen Hochlauf. Jetzt haben wir eine Konsolidierung und dann geht es wieder steil nach oben. Da bin ich mir sicher, weil das Thema Elektromobilität einfach überall so präsent ist. Und wenn wir dann noch diese schönen Ladesäulen haben, die die Menschen einfach mehr und mehr sehen und wir auch diese Storys nicht mehr haben. Also ich kann die auch nicht mehr hören, weil ich glaube, sie stimmen einfach auch nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn dann irgendwie so ein Bericht wieder ist, der dann sagt, ach, ich habe irgendwie 3 Tage von Berlin nach Hannover gebraucht oder so, da frage ich manchmal, sind die Leute dann da auch mit dran gegangen? Also sind die als, sag mal, als Ermöglicher rangegangen oder sind sie rangegangen, um irgendwo wieder was zu finden, ja, was dann eine negative Story aufbauschen kann, weil so ist das nicht mehr. Man kommt überall in Deutschland wirklich gut hin mit der Elektromobilität. Schon jetzt. Ohne das Deutschland, also ohne das vollständige Deutschlandnetz. Wie wird das erst, wenn wir das Deutschlandnetz haben? Ja, also die Story ist natürlich auch drüber mit 3 Tagen, da ist derjenige wahrscheinlich eher gewandert. Ja. Aber was es ja gibt, ist tatsächlich ja immer wieder dieses Szenario auch an der Säule, dass vielleicht die App nicht funktioniert. Dass es da letztendlich noch ein Stück weit vielleicht auch so an der Intuition fehlt. Also wo können wir denn da ansetzen? Was braucht es denn da noch? Auch was so die unterschiedlichen Karten und so weiter angeht. Also dass wir so ein bisschen bessere Usability haben. Und mehr Komfort, ja, genau, brauchen wir. Das ist natürlich noch ein junger Markt, der muss sich in einigen Bereichen noch zurechtruckeln. Vorhin wurde die Frage mit den Preisen angesprochen. Natürlich nicht komfortabel, wenn ich auf einmal mit sehr hohen Preisen konfrontiert bin, weil ich außerhalb meiner Hood bin, sage ich mal. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch, das hatte ich vorhin gesagt, wir brauchen Business Cases, die sich lohnen. Aber die Elektromobilität darf auch nicht zu teuer werden, dass es die Leute nutzen. Wir brauchen da mehr Digitalisierung, wir brauchen einen größeren Datenaustausch, dass man wirklich sieht, funktioniert das dann auch alles, ist dann die Ladesäule auch frei, kann ich sie buchen, funktioniert sie, das sind natürlich, das sehe ich die Kosten vorher zum Beispiel, das sind natürlich alles Fragen, die sich jetzt aber auch zügig einrichten und dann ist das auch jetzt schon sehr komfortabel. Also das wird sich einklickern. Die Frage ist, Herr Petersen, wird sich das mit den Flächen und mit den Netzanschlüssen auch einklickern? Ich würde da gerne nochmal drauf gehen. Sie haben ja eben schon so ein bisschen das Szenario angerissen, was sich Ihnen bietet. Wie kann ich mir das eigentlich konkret vorstellen? Also wenn Sie Flächen suchen, wenn Sie auch bei den Netzanbietern anklopfen, wie verlaufen so Gespräche? Also wie schwergängig ist das? Oder vielleicht gibt es auch schöne Beispiele aus Ihrem Alltag, wo Sie sagen, da ist es besonders schnell gegangen, weil wir gewisse Dinge geliefert haben und in Vorleistung gegangen sind.
Also fangen wir mit der Flächensuche an. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das eine ist, dass man wirklich ganz klassisch irgendwo vorm Rechner sitzt und sich erstmal Karten anguckt und einfach per Google Maps, wie auch immer, loslegt und sucht, in dem Suchraum will ich was finden. Das eine. Was wir noch gemacht haben, wir haben Makleragenturen beauftragt. Wir haben auch Partnergesellschaften, Supermarktketten beispielsweise, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch in den Suchräumen gewisse Abdeckung hatten. Und wir haben natürlich unsere eigenen Tankstellen oder unsere ehemaligen Tankstellen auch im Wesentlichen genommen. Das sind also so die unterschiedlichen Dinge, die eine Rolle spielen. Dazu kommen teilweise Ausschreibungen von größeren Firmen oder Fachmarktzentren. Das ist also das eine. Das heißt, teilweise Ausschreibung, teilweise Online-Suche. So geht's los. Dann fährt man hin, guckt sich das an. Oder dafür haben wir natürlich einen Außendienst, die das macht. Das ist so das eine. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir erstmal identifiziert haben, wer ist eigentlich ein Grundstückseigentümer? Das heißt ja nicht, weil da irgendwie ein Supermarkt-Label draufsteht, heißt ja noch lange nicht, dass die auch die Eigentümer sind. Und dann müssen wir erstmal den Eigentümer finden, das geht auch, dann haben wir das irgendwann erledigt und dann geht's los und sagen, jetzt wollen wir da aufbauen und dann fragen wir beim Netzbetreiber an. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir beispielsweise gewisse Leistung abfragen. Sagen, wir brauchen jetzt 2 Megawatt. Da sagt er, ja, gibt's nicht. Ja. Das sagt aber nicht, 1,6 geht oder irgendwas anderes. Also die Schwierigkeit, die wir haben, und das gibt es in anderen Ländern. Und man muss dazu sagen, die Organisation, die wir hier in Deutschland haben, bei uns im Total Energies Konzern, gibt es in weiteren 5 Ländern Europas. Und in den anderen Ländern ist das teilweise anders. Die haben nicht 700, 800 Netzbetreiber und die haben auch andere Karten, wo draufsteht, da kann ich die und die Leistung abfragen. Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn ich schon weiß, was kann ich denn da aufbauen. Und das fehlt uns beispielsweise. Da wird nur gesagt, nö, gibt's nicht. Oder in den nächsten 3 Jahren nicht. Das sind die Dinge, wo wir dann im Übrigen wieder beispielsweise zum Vertragsmanager zurückgehen, um zu sagen, wir haben Probleme, in dem Suchraum was aufzubauen. Das sind Dinge, glaube ich, wo wir in Summe besser werden müssen in Deutschland. Das ist ein bisschen schade, weil wir ja viele gute Voraussetzungen eigentlich haben. Aber hier müssen wir für meine Begriffe schneller werden und in der Administration auch schlanker. Herr Bossen, wie integrieren Sie eigentlich die erneuerbaren Energien, beziehungsweise wie denken Sie dieses Thema, denn da brauchen wir auch eine intelligente Netzsteuerung, damit das verlässlich funktioniert, wo wir gerade beim Thema Energie sind? Ja, also erstmal ist das Thema für uns natürlich spannend, weil wir aus Norwegen da so eine Blaupause haben. Ne? Jetzt muss man sagen, hat Norwegen da einfach einen großen Vorteil. Die haben halt, der Energiemix ist nachhaltig, ja. Eveny ist einer der größten Produzenten von erneuerbaren Energien, dank Wasserkraft, Windkraft. Ja, ich bin letzten Jahre öfter in Bergen gewesen, im Headquarter von Eveny. Und ich kann bestätigen, das ist eine schöne Stadt, die sollte man besuchen, man sollte aber einen Regenschirm mitnehmen. Und das heißt, sollte man mitnehmen? Einen Regenschirm mitnehmen. Ah, Regenschirm. Und ich würde ganz klar sagen, also es ist natürlich der Benefit, den wir heute schon haben, ist Local Zero Emissions. Ja, das Elektroauto fährt heute emissionsfrei. Lokal, das ist ein Benefit, den nehmen wir gerne. Ich denke mal, Abgase waren toleriert einfach in der Vergangenheit. Das ist gut. Ich glaube, es kann ein Baustein sein, lokal auch PV-Energie zu produzieren, das in die Ladesäule zu bringen. Das ist eine gute Sache. Regulatorisch noch kompliziert aktuell. Das ist eine Herausforderung. Und dann ist es, Schlüssel ist der Energiemix. Und das gesamte Thema Elektromobilität ist sowieso ein Puzzleteil aus vielen Akteuren. Die müssen zusammenarbeiten, wenn wir es schaffen, wirklich nachhaltigen grünen Strom in die Ladesäule zu kriegen. Und durch den deutschen Energiemix ist das ein Riesenthema. Und das muss eigentlich das Ziel sein, langfristig. Ne? Mhm. Da muss man sagen, Norwegen hat das erreicht, mit geografischen Vorteilen, die mal einfach nicht kopierbar sind. Auch das kann man sagen, es sind rund 5 Millionen Menschen in Norwegen, nicht 80 Millionen wie hier. Das Land ist ähnlich groß, also das ist eine andere Herausforderung. Aber da müssen wir uns stellen und das geht nur Schritt für Schritt. Mhm. Also die Schritt-für-Schritt-Politik, die habe ich jetzt hier schon rausgehört. Frau Fehler, was mich mal interessieren würde, wenn jetzt viele Standorte in Betrieb gehen, wie können wir denn eigentlich die Digitalisierung auch nutzen, eines Ihrer Steckenpferde? Denn da liegt ja auch ein unglaublicher Datenschatz. Also wenn wir über Erfahrungswerte reden, die wir heben können und müssen ja auch, um voranzukommen, um dazuzulernen, dann ist das ja genau das, was wir brauchen. Genau, also unser Anspruch war immer, als wir angefangen haben zu sagen, wir wollen automatisieren, digitalisieren und vor allen Dingen auch datengetrieben arbeiten. Und als wir dann das Deutschlandnetz designt haben, haben wir eben gesagt, okay, wenn wir jetzt 1000 Standorte aufbauen, kann das ja nun nicht sein, dass wir da durch die Republik fahren und die in Betrieb nehmen. Und deswegen haben wir uns ein Verfahren überlegt, wo wir das halt komplett digital machen. Die Inbetriebnahme von einem Standort im Deutschlandnetz erfolgt digital und eben nicht
durch einen großen Antrags- oder personellen Aufwand. Das, was wir ja in der Leitstelle machen, ist, dass wir monitoren und auch Bedarfsplanung machen. Und da ist das, da haben Sie vollkommen recht, ist das ein unglaublicher Datenschatz, weil wir die Live-Daten von den Ladepunkten kriegen. Das heißt, wir können zum Beispiel dieses Leistungsversprechen, was so Verfügbarkeit angeht, das können wir monitoren und das können wir einfordern, wenn es nicht vorhanden ist. Und was wir auch machen können, ist, dass wir eine gewisse Preistransparenz schaffen können, dass wir halt gucken, okay, zu welchen Preisen wird Strom verladen. Und dann eben auch, wenn wir sehen, da gibt es vielleicht mal so Ausreißer, auch da können wir dann mal ins Gespräch gehen. Und so ein Nebeneffekt, den es eigentlich noch hat, ist, dass wir unsere ganze Bedarfsplanung, die wir machen, dass wir die natürlich, die ganzen Modelle, die dort zugrunde liegen, dass wir die sehr viel besser verifizieren können und trainieren können, sodass die Bedarfsplanung, die wir machen, im Moment, wir reden immer von vorausschauend und das ist auch wichtig in der momentanen Situation, aber ich glaube, dass wir irgendwann auch an einem Zeitpunkt kommen, wo wir das passgenauer machen müssen. Und wir schaffen natürlich auch sehr viel Transparenz. Wir haben ja auch immer die Kommunen mit im Blick, dass wir denen halt auch bessere Informationen zur Verfügung stellen können, um eben da auch im Sinne der Ladeinfrastruktur und Elektromobilität zu agieren. Also da wird schon viel Digitalisierung genutzt, Frau Goran. Sie haben ja eben das... Ja, Herr Petersen? Ich habe noch einen Kommentar zu den Kommunen. Als das Deutschlandnetz losging, hatten die Kommunen wenig Informationen darüber. Das hat sich deutlich verbessert in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist wirklich ganz gut. Aber die Reaktion der Kommunen ist auch sehr unterschiedlich. Also das kommt auch dazu. Also wir haben einige, die wollen keine Ladeinfrastruktur in der Stadt haben und andere sind begeistert. Da steht dann selbst in der Zeitung, in der lokalen Zeitung steht, der Bund und Total Energies finanzieren Ladepark. Solche Sachen. Also die ganze Bandbreite ist dort vorhanden und da würde ich mir wünschen, dass man noch mehr die Kommunen überzeugt, da wo es noch Widerstände sind. Mhm. Ja. Richtig. Vielleicht das noch, was wir zum Beispiel, wir haben hier so ein Flächentool, wo man Flächen einstellen kann. Und was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben so einen Flächencheck mit da gegeben, auch mit, also es kann jeder benutzen, aber eben auch in Richtung der Kommunen, dass man halt sagen kann, guckt euch doch mal an, das sind so Tipps, wenn ihr so eine Ladeinfrastruktur, Schnelllade habt, aufbauen wollt, wie muss denn so eine Fläche eigentlich aussehen? Und das ist, nutzt das auch als Chance für so eine Kommune, eben Ladeinfrastruktur reinzubringen. Ja. Und es auch eben konkreter zu machen und genau, eine klare Vorstellung auch. Und die Erfahrung, die wir wirklich gemacht haben, sobald eine Kommune da Flächen reinstellt, 3-4 Tage später stehen dann die CPOs vor der Tür. Und dann steht es in der Zeitung. Frau Goran, ich würde mit Ihnen gerne noch mal auf Ihre Standorte gucken. Sie haben eben das Thema Innovation angesprochen. Wie integrieren Sie diese, wenn Sie jetzt Elektromobilität planen? Und vor allem, wenn wir über das Timing sprechen, womit können wir denn eigentlich rechnen, wenn wir auf die Autobahn GmbH des Bundes schauen? Also wird es in diesem Jahr auch noch Eröffnungen geben? Ja, also Schritt-für-Schritt-Politik ist, glaube ich, da die richtige Taktik. Was ich glaube, man an der Stelle auch sagen muss, also man muss wirklich eins nach dem anderen machen, weil das eben für eine Organisation an der Stelle auch überfordern kann, wenn sie alles auf einmal probieren und am Ende dann nichts funktioniert. Deshalb liegt der Fokus derzeit darauf, wirklich die Ausschreibung bzw. die Umsetzung der Autobahnlose wirklich voranzutreiben, die Konzipierung des LKW-Ladenetzes gemeinsam mit dem BMDV und der nationalen Leitstelle voranzubringen. Wir nutzen aber schon auch die Möglichkeiten, die wir haben jetzt als Autobahn GmbH, um an gewissen Stellen entweder Innovation oder eben auch Verbesserungen hervorzurufen. Sehen Sie es als Innovation oder nicht, weil wenn Sie mal vergleichen, mit den Regionallosen. Was konnten wir anders machen? Wir konnten parallel zu der laufenden Ausschreibung schon die Netzanschlüsse beschaffen. Das ist zum Beispiel dann eine Aufgabe, der wir schon so viel Zeit widmen konnten, wie andere sie erst jetzt in Anspruch nehmen. Wir haben als Autobahn GmbH, ich habe jetzt oft auch das Thema auch in den Gesprächen vorher schon gehört, Planungs- und Genehmigungsabläufe. Ist ein absolutes Thema beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Wir konnten,
weil wir Autobahnen und weil wir nun mal einmal können, dank unseres Teams, was da wirklich viel, viel Arbeit auch reingesteckt hat, einen einheitlichen Prozess aufbauen, der jetzt auch schon digital läuft. Das ist also völlig egal, ob Sie in der Nähe von Hamburg oder irgendwo bei München die Ladesäule bauen und die Unterlagen einreichen. Es ist ein und derselbe Prozess, den Sie durchlaufen. Es ist immer noch so, dass wir sozusagen jetzt natürlich den ersten Start, die Startphase haben und der Prozess jetzt anläuft. Aber es ist auf jeden Fall für uns schon mal ein Gewinn. Und was wir natürlich auch zusätzlich tun, um auch in Piloten auszutesten, was ist möglich und was nicht, ist, dass wir sagen, gut, wenn wir beispielsweise Standorte haben, wo wir heute schon Photovoltaikanlagen haben beispielsweise, besteht dann die Möglichkeit, durch einen zusätzlichen Speicher den Energiekreis sozusagen an dem Standort zu schließen. Beispielsweise in Nordbayern haben wir so einen, in unserer Niederlassung Nordbayern haben wir so einen Piloten. Ja, und zu sagen, die Energie, die dort erzeugt wird, wird auch an dem Standort wieder eingesetzt. Weil wir ja auch, siehe LKW-Ladenetz, den Herausforderungen der Zukunft trotzen müssen. Also das sind dann schon Dinge, die wir auch an der Stelle tun. Frau Kluckert, ich sammle hier ganz viel Enthusiasmus ein und auch sehr viel Kreativität, wenn es darum geht, mehr Tempo reinzubringen. Was können Sie von Ihrer Seite denn noch reingeben? Zusätzlich zu der Arbeit der Leitstelle, die wir ja gerade schon skizziert bekommen haben zum Thema Digitalisierung, gibt es noch weitere Felder, die Sie sehen, wo Sie sagen, ah, da ist noch so eine Stellschraube, da können wir vielleicht noch so ein bisschen drehen. Also ein Thema wurde hier gerade eben angesprochen, die verschiedenen Verantwortlichkeiten. Und der Bund ist natürlich für so ein Grundschnellladenetz zuständig und dann kommunal vor Ort muss die Kommune auch die Verantwortung übernehmen. Und ich bin sehr dankbar, dass jetzt auch die Leitstelle sich diesem Thema angenommen hat, also dem ganzen Thema, wie können wir die Kommunen besser damit an Bord, wie können wir es denen einfacher machen, weil natürlich nicht überall die Expertise ist. Also ich meine, eine Stadt wie Berlin, die muss das irgendwie selber in die Hand auch nehmen, weil das hier einfach, oder die, ich sag mal, die Bezirke auch vor Ort vielleicht, aber so kleine Kommunen, die sind da auch überfordert. Dass es das etwas ist, wo bei dem wir auch noch mal stärker helfen wollen. Ja? Dass wir den Kommunen vor Ort die Arbeit erleichtern mit Leitfäden am Ende, dass es viel, viel schneller geht, dass am Ende nur noch die Straße eingegeben werden muss und dann die ganzen Sachen runtergebrochen werden. Das Thema bidirektionales Laden, wir haben jetzt auch einen Leitfaden entwickelt, welche Sachen abgearbeitet werden müssen. Da sind wir natürlich dran, vieles BMWK, aber am Ende ist das eine Gesamtaufgabe, die die Politik einfach machen muss, dass wir hier die Regularien so machen, dass das dann auch funktioniert, wenn dann die Wirtschaft mit den Innovationen vor der Tür steht, dass wir dann sagen, alles klar, jetzt können wir aber auch loslegen. Ja? Weil jetzt wird es, zum Beispiel, jetzt gibt es super Anreize dafür. Wir müssen schauen, es wurde das ganze Thema, wie teuer ist Elektromobilität. Ich bin ein absoluter Fan von Wettbewerb und man sieht an allen und Enden Ecken, dass Wettbewerb einfach zu tollen Ergebnissen führt. Gestern haben wir so eine Drohnen-Challenge von einem Energieunternehmen begleitet. Da sieht man, Wettbewerb, das macht einfach die besten Produkte und Wettbewerb führt zu den besten Ergebnissen. Und dass wir hier den Wettbewerb zulassen und gleichzeitig eben auch Signale geben, dass die Preise runtergehen müssen, dass der Staat da nicht für immer unterstützen kann, das ist klar. Ja, das macht auch keinen Sinn, dass wir jetzt Autos finanzieren. Sondern dass wir diese Dinge auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite aber auch die richtigen Signale senden, in welche Richtung das geht, dass wir an die Elektromobilität auch glauben und dass wir da selber investieren. Ja, zum Schluss, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel Kraft das natürlich auch kostet, dass das Geld gerade in jetzigen Zeiten dann auch zur Verfügung steht. Diese Zeiten, in denen die Haushalte knapp sind, die führen auch dazu, dass wirklich mal auf Effizienz geguckt wird, dass Dinge, die wirklich nicht notwendig sind, auch nicht gemacht werden und dass wir Dinge in Frage stellen, die uns vielleicht lieb geworden sind, aber die eigentlich erstens nicht der Staat machen muss oder zweitens einfach zu viel sind, weil sie einfach nur Geld kosten. Die Ladeinfrastruktur gehört aber nicht dazu und deswegen ist es so wichtig und auch von Dr. Volker Wissing persönlich ein Riesending, dass wir diese Finanzen auch für die LKW-Ladeinfrastruktur bereitstellen können und das ist auch etwas, was sehr viel Kraft gekostet hat, aber was wir eben geschafft haben. Ja, jetzt haben wir ganz tolle Facetten gehört, wie also Anreize geschaffen werden können. Die können aber auch ja natürlich vom Ladeerlebnis ausgehen. Und Herr Bossen, da bin ich nochmal bei Ihnen. Sie haben ja eben das schöne Bild der Ladeparks aufgemacht und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ich natürlich ein schönes Ladeerlebnis auch brauche, um wiederzukommen. Vor dem Hintergrund, was ist Ihnen eigentlich als Betreiber besonders wichtig, dass Sie Ihre Kundinnen und Kunden in Zukunft auch halten können und langfristig an sich binden? Also welche Themen haben Sie da besonders
im Blick, wenn wir beispielsweise auch an die Technologie vielleicht in der Ladesäule denken, also sprich Fehlermeldungen, wie schnell kommen die zu Ihnen, wie schnell können Sie reagieren, was sind da so die Themen auf Ihrer Klaviatur? Ja, also ich würde sagen, ein Thema, was auf jeden Fall Basisfaktor ist, ist Zuverlässigkeit. Das braucht man, das muss man haben, um mitzuspielen. Das Laderlebnis muss einfach sein, es darf nicht zu kompliziert sein mit zu viel Ladekarten, zu viel Lade-Apps, dass der Bezahlvorgang im Prinzip im Hintergrund passiert. Das ist wichtig. Ansonsten ist es tatsächlich auch für uns, wir sind total offen, an Locations auch mit anderen CPOs zu partnern. Das heißt, diesen Magneteffekt angesprochen, einen großen Ladepark, der einfach eine bessere Qualität bietet, als wenn man nur einzeln verstreut was baut. Das würde ich sagen. Und vielleicht auch noch mal eine Sache zu Herrn Petersen. Das hat mich sehr gefreut, einfach die Herausforderung zu hören, weil wir teilen die genauso in Deutschland jetzt. Ne? Ja. Das ist bei den Standortpuzzle, also sozusagen die Akquise der Standorte, die einfach essentiell sind. Ich glaube auch, dass in Zukunft Location, Location, Location ein Faktor ist, um sich zu differenzieren. Es werden jetzt die Locations vergeben, dann sind die für 20, 30 Jahre in Verträgen. Das ist ein Schlüssel, einen guten Riecher zu haben für die richtigen Locations und dann das Laderlebnis so einfach wie möglich zu machen, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Dass mal irgendwann auch ein Fehler passiert, ist ganz normal. Dann muss ein Service da sein, dann muss man jemanden am Telefon bekommen oder eine einfache Hilfe. Das muss funktionieren. Und wenn wir da besser hinkommen, ist es, glaube ich, für die Zukunft im Bereich Ladeinfrastruktur sind wir gut aufgestellt in Deutschland. Schön, dass Sie mir das Stichwort der Standorte gegeben haben, denn ich schaue hier mal, was Sie uns gesendet haben. Erstmal danke dafür, Sie beteiligen sich hier rege, sehe ich gerade auf meinem iPad. Wir haben eine hochgevotete Frage, die stelle ich mal so, ich gucke mal an und schaue mal, wer zuerst zuckt quasi. Alle konzentrieren sich auf den Ausbau der HPCs oder HPCs, also ne, das High Power Charging. Wie wird die wohnortnahe öffentliche Ladeinfrastruktur ermöglicht? Das ist spannend, ja. Also ich habe nämlich tatsächlich im Vorfeld auch noch mal geguckt, wie sieht es eigentlich in meiner Umgebung aus. Ne? Sie haben ja eben schon gesagt, Carsharing, ja klar, da sind auch die Säulen. Aber ansonsten, ja, ich sage mal so, ist noch Luft nach oben. Ja, Frau Kluckert, das ist eine Frage für Sie eindeutig. Ja, also ich beantworte die auch sehr gerne. Es ist natürlich so, dass wir erstmal schauen müssen, wo geht der Trend hin? Geht der beispielsweise davon weg, dass wir im öffentlichen Raum überhaupt AC-Laden haben? Das ist eine Trendentwicklung, die man sieht. Der kann nicht etwas abgewinnen. Wenn man einfach sagt, man hat dann vielleicht noch zu Hause irgendwie oder bei einem Arbeitgeber die Möglichkeit, auch lange zu laden und da sein Auto aufzuladen. Aber ansonsten geht es eben hin zu Schnellladeinfrastruktur. Diesem Trend kann ich was abgewinnen, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es so verschiedene Situationen gibt, in denen man lädt. Also wenn man schnell unterwegs ist, wenn man vielleicht einkauft, aber auch dann steht man da nicht mehrere Stunden oder eben zu Hause beim Arbeitsplatz. Und dass dann auch, dass das bedeutet, dass dieses AC-Laden eben zurückgedrängt wird im öffentlichen Straßenraum. Am Ende des Tages sind für diese wohnortnahen Geschichten tatsächlich auch, das muss man wirklich auch mal so sagen, sind schon auch die Kommunen zuständig, weil alles können wir als Bund nicht machen. Was wir machen können, ist, dass wir tatsächlich bei diesen Genehmigungsverfahren und sowas, dass wir da Schübe geben, da digitalisieren anstellen, wo es der Bund kann. Auch natürlich total wichtig mit den zuständigen Bauministern in den Ländern zusammenzuarbeiten, dass Dinge vereinfacht werden, angeglichen werden, weil nichts ist schlimmer für ein Unternehmen als 16 unterschiedliche Landesordnungen, an die man sich halten muss, sowas. Aber meine persönliche Einschätzung ist tatsächlich auch, dass wir am Ende, ich sag mal, zwar nicht nachlassen dürfen im jetzigen Engagement, aber es auch nicht so statisch ist in diesem Ausbau, wie wir uns das so vorstellen. Also dass wir tatsächlich, ich sag mal, auch an jedem Parkplatz irgendwie einen Ladepunkt brauchen, sondern dass sich das eher konzentriert und bald auf die großen Ladestandorte. Da hängen ja auch viele Themen dran, ne? Also der Kampf um den Straßenraum, Platz. Aber ganz kurz noch vielleicht, das wird natürlich auch wichtiger, ist einfach die Frage, wie gehen wir mit den großen Parks um, die es eigentlich im Parkraum schon gibt. Also das ganze Thema Parken bei Einkaufszentren und so weiter. Also wie binden wir die eigentlich ein? Der Point of Interest. Genau.
Frau Fehler. Es gibt wieder so einen Klassiker, den die Leitstelle immer gerne mit erarbeitet. Wir sind im Moment dabei, einen Leitfaden zu erstellen für Laden in Mehrparteienhäusern. Das ist zumindest mal so eine Unterstützungsleistung für Wohnungsbaugesellschaften und größere Mieter- und Wohnungseigentümergemeinschaften, um zu sagen, okay, wenn ich das möchte, worauf muss ich denn erstmal achten, was muss ich tun, was sind so die Phasen, wie kann ich so etwas umsetzen, und dass wir da auf jeden Fall schon mal auch eine Unterstützung anbieten. Ich würde gerne noch zwei Fragen reinnehmen, die auch beide sehr hoch gevotet wurden von Ihnen. Da geht es einmal nochmal um die Pläne, was den Netzausbau angeht, also wie Sie es schaffen wollen, das ganze Thema Genehmigungsprozesse der Netzanbieter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ja, das hilft nichts. Das sind ganz dicke Bretter, die wir bohren müssen. Jetzt ist schon mal ein Riesenerfolg, dass wir überhaupt jetzt diese Vorausplanung, da die Elektromobilität mit einbezogen haben. Das war ja bis vor kurzem noch so ein Add-on, was man mitgemacht hat. Also dass das jetzt tatsächlich mit reingenommen werden muss in die Netzplanung, das ist ein super Erfolg. Und dicke Bretter bohren und daran weiterarbeiten, dass das vereinfacht wird, dass so welche Erlebnisse auch nicht stattfinden. Ja? Dass man einfach mal von 20 keine Rückmeldung hat. Ich muss dazu sagen, wenn ich mit den Verantwortlichen spreche, dann sagen die mir immer, geben Sie mir mal die Fälle. Ich glaube das gar nicht. Ja? Also deswegen, damit müssen wir auch ganz eng zusammenarbeiten, dass wir da das auch immer wieder zurückspiegeln und sagen, so geht es einfach nicht. Also so geht es einfach nicht. Ja, zumal es ja kein Thema ist, das überraschend kam. Also, nein. Meine, dass man, dass man Netze braucht und Energie, aber um Leistungen zu bekommen. Es geht natürlich einfach nicht, dass man keine Antwort bekommt. Und jedes Mal hinterher telefonieren ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Und, aber okay, also dieses Problem erkannt, aber müssen wir noch mal schauen, ne? Wie das ein bisschen schneller wird. Also Deutschland Tempo. Genau. Darauf zielte die Frage ab. So, jetzt gehen wir noch mal einmal an das Thema Stromkosten. Aktuell sind die Stromkosten an den vorhandenen Ladepunkten an den Autobahnen sehr hoch. Gibt es eine Strategie, wie künftig damit umgegangen wird? Ja, wer möchte das denn mal nehmen? Ich würde weiterreichen. Auch dran. Also kann ich vielleicht gerne machen, wir sind ja sowohl, ich sag mal, an der Straße aktiv, beispielsweise in Berlin, gibt es auch andere Ausschreibungen noch in anderen Großstädten, die gerade laufen, als auch an Autobahnen. Und wenn Sie sich diese Ladesäule da angucken und wenn Sie sich vorstellen, da sind zwei Parkplätze daneben und da ist ein Dach drüber, da ist noch alles mögliche weitere dabei, dann kostet dieser Ladepunkt oder dieser Ladeplatz ja auch ungefähr das 10- bis 20-fache von einem Ladeplatz, der an der Straße irgendwo ist. Und dass es deshalb mehr kostet, ist für meine Begriffe völlig normal. Ich weiß, dass es einige Nutzer gibt, die das anders sehen. Für meine Begriffe ist es aber auch umgekehrt so, dass es für mich ein Lademix ist. Ich habe eben nicht einen Tankstellenpreis und der ist überall gleich, sondern ich zahle zu Hause. Ich zu Hause zahle 34 Cent, bei der Arbeit 34 Cent und dann kann ich eben auch an der Autobahn ein bisschen mehr zahlen. Und im Mix passt das alles zusammen. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema. Und ich glaube, man darf nicht erwarten, dass an den teuersten Standorten, die wir haben, wir auch den günstigsten Preis haben werden. Ich glaube, das ist wirklich unrealistisch. Und jeder, der den Nutzern was anderes verspricht, sollte sich das genau überlegen. Deshalb denke ich immer an den Use Case in Summe, was ist der Mix? Und wenn Sie sich überlegen, umgekehrt, also ich mache es mir mal einfach, ich rechne mit einem Faktor 3. Wenn wir sagen, okay, ich rechne einfach mal den Ladepreis mal 3, dann bin ich ungefähr beim Spritpreis. So, wenn ich 34 Cent zu Hause zahle, dann wäre ich bei einem Euro ungefähr. Das sehe ich an keiner Tankstelle. Ja, wenn ich natürlich jetzt 80 Cent zahle oder 79 an der Autobahn, dann ist es zu teuer, das stimmt, also teurer als anders. Gehen Sie aber in die Autobahntankstelle, kostet Sie der Liter Sprit da auch 20 Cent mehr als an der Straßentankstelle. Diese Differenz haben wir heute auch, da spricht kein Mensch drüber. Also vor dem Hintergrund glaube ich, man sollte den gesamten Mix nehmen und dann ist das elektrische Fahren günstiger als das, was wir heute mit Benzin oder Diesel haben. Und welche Probleme können wir alles lösen? Ne? Also man muss einerseits noch mal gucken, wie lange hat es gebraucht, bis ein Tankstelleninfrastrukturnetz sich etabliert hat in Deutschland? Wie kurz sind wir dabei, dieses Ladeinfrastrukturnetz in Summe in Deutschland aufzubauen? Ja, also überlassen wir es auch mal ein bisschen dem Markt und der Zeit, sich zu entwickeln. Das ist natürlich auch für jeden, der es nutzt, dann am Ende ein Change-Prozess.
Ein tolles Schlusswort, wie ich finde. Das nehmen wir genau so. Und ich spüre hier ganz viel Optimismus. Ich hoffe, der ist zu Ihnen rübergeschwappt. Ich muss auch nochmal sagen, die Betreiber haben das Soll ja jetzt schon erfüllt. Das ist auch ein tolles Signal, dass Sie da mit Ihren kreativen Prozessen und auch der Hartnäckigkeit zeigen, es gelingt. Wir sind alle dran. Also danke für diesen Schulterschluss und dass Sie uns in diese unterschiedlichen Perspektiven mit reingenommen haben. Ja, und danke Ihnen auch für Ihre Fragen. Wir konnten nicht alle beantworten, aber hier in Berlin zumindest haben wir die Möglichkeit, auch nochmal mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank an die Runde. Danke. So, wir haben schon darüber gesprochen, was es braucht, um eine echte Flächendeckung hinzubekommen und die Rolle der Kommunen, die wurde hier ja schon beleuchtet. Da haben wir gehört, die sind sehr heterogen aufgestellt, nicht nur was das Commitment zum Thema angeht, sondern natürlich auch, was die Größe angeht und auch die Ausstattung derjenigen, die das ganze Thema treiben können. Und genau da setzt ja der Masterplan 2 der Bundesregierung an, zu sagen, wir wollen denen helfen, wir wollen nicht nur aus dieser Berliner Perspektive draufschauen, sondern wir wollen die ganz klar befähigen. Und jetzt klang es ja schon an, es gibt unterschiedliche Tools, die dazu beitragen sollen, dieses Thema zu stützen. Und wir werden heute insgesamt 4 dieser Tools kennenlernen, schauen also rein in die große Werkzeugkiste der Leitstelle und freue mich jetzt, dass wir mehr lernen über das Ladelerntool und den Genehmigungsleitfaden. Das ist der neueste Kurs. Und in den nimmt uns mit rein Dr. Christian Diekhoff. Er ist der Teamleiter und für die Projektsteuerung bei der Leitstelle verantwortlich. Ein herzliches Willkommen geht an ihn. Wo ist er denn? Dort hinten. Ja, ich möchte beginnen mit einem sehr trivialen Satz. Für Flächendeckung muss überall aufgebaut werden. Das ist irgendwie offensichtlich. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, was diese Aufgabe eigentlich bedeutet, ist das alles andere als eine triviale Aufgabe. Denn das bedeutet, dass alle Kommunen sich heute schon mit dem Thema Ladeinfrastruktur beschäftigen müssen. Das heißt eben auch die Kleinen, die relativ schlecht personell ausgerüstet sind, in denen eben die Verwaltung bereits mit einer Vielzahl von Themen betraut sind, wo die Schreibtische voll sind. Und dieses Problem wurde im Grunde schon mit dem Masterplan 2 adressiert. Da finden Sie ein Kapitel mit Maßnahmen, die genau die Kommunen als Schlüsselakteure adressieren. Und glücklicherweise versetzen uns diese Maßnahmen in die Lage, als Leitstelle Produkte dafür zu entwickeln. Und unser Ansatz ist genau, diese Realitäten anzuerkennen. Das heißt also, volle Schreibtische in Kauf zu nehmen und Produkte zu entwickeln, die den Mitarbeitenden genau in dieser Situation helfen. Denn die großen Kommunen brauchen an der Stelle natürlich vergleichsweise wenig Unterstützung. Ich stelle Ihnen 2 Produkte vor, die wir im Zuge dieser Aktivitäten entwickeln. Das eine ist das Ladelerntool. Das haben wir schon vor langer Zeit entwickelt, nämlich 2022. Seitdem sind 4 Kurse, Stand jetzt in diesem Vortrag, in diesem Tool vorgestellt worden. Und weil 2 Jahre eine richtig lange Zeit in unserem Geschäft hier sind, haben wir gesagt, wir müssen da nochmal ran. Deshalb ist heute mit dem heutigen Tage die Webseite überarbeitet worden. Sie finden jetzt eine leichtere Navigation. Das ist eben auch wichtig, weil ja mehr Kurse dazukommen und eben auch genau diese Navigation erleichtert werden soll. Das Angebot richtet sich ganz gezielt an kommunale Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir können mal reinschauen, wie das genau geschieht. Hier sind die bisherigen 4 Kurse gelistet. Links sehen Sie 2 Kurse, die heißen Grundwissen, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Und die richten sich eben genau an diese Situation. Da kommt ein neues Thema, Ladeinfrastruktur, auf den Schreibtisch geflogen. Und den Mitarbeitenden soll eben sofort eine Hilfestellung gegeben werden mit der Frage, ja, was kommt da eigentlich auf mich zu, worum geht es denn hier eigentlich? Und wir verwenden diese Kurse beispielsweise auch in unserem Onboarding. Und ich habe auch schon gehört, das passiert auch in manchen Unternehmen. Tun Sie das gerne, genau dafür sind diese Kurse da. Die anderen beiden Kurse, die Sie hier sehen, die richten sich nun schon sehr gezielt an die Verwaltung. Denn hier geht es darum, diesen Ball, dieses Thema zu fangen und auf den Schreibtisch zu legen und eben zu schauen, wie viel Platz muss denn jetzt hier eigentlich gemacht werden. Vielleicht liegt das Thema Ladeinfrastruktur auch schon dort, konnte nur noch nicht richtig angefangen werden. Und zu diesem Zweck
steckt dieser Kurs 3 erstmal den Rahmen ab, also welche Regulation muss beachtet werden, welche Handlungsmöglichkeiten hat eine Kommune eigentlich, während der Kurs 4 dann schon stärker einsteigt in die Verwaltungsprozesse, sich beispielsweise mit der Vergabe beschäftigt. Und wer jetzt beispielsweise nicht weiß, dass eine Kommune tatsächlich eine aktive oder eine passive Rolle einnehmen kann bei der Vergabe, der möge doch gerne mal in diesen Kurs reinschauen, denn das macht tatsächlich auch einen Unterschied für das Verwaltungshandeln. Weil wir uns immer reich beschenken und eigentlich vor allem Sie reich beschenken, anlässlich der LISCON kann ich vermelden, dass wir ab heute einen 5. Kurs online haben. Der beschäftigt sich mit der Elektrifizierung kommunaler Fuhrparks und damit eben mit einem Hebel, den die Kommune vollständig selbst in der Hand hat, also Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Betriebsgeländen und Elektrifizierung der Flotte. Und damit schwenken wir hier auch ein kleines bisschen in den nicht öffentlichen Bereich, das nur am Rande, denn hier geht es eben um Ladeinfrastruktur, die die Kommune selbst bedient. Wir haben 4 Themenschwerpunkte, die wir hier bedienen. Das eine ist erstmal zu klären, welche Motivation eigentlich für die Kommune hier zugrunde liegt. Und es ist ja nicht so, dass die Kommunen nur handeln dürfen, sondern sie müssen auch handeln. Beispielsweise macht das Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz hier Vorgaben. Das ist ja die nationale Umsetzung der Clean Vehicles Directive. Außerdem geht es hier um die Frage, wie hoch eigentlich das Elektrifizierungspotenzial ist vor Ort. Und das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie die jeweilige Flotte, die wir uns dann da anschauen, genutzt wird. Stehen die Fahrzeuge nachts, müssen die Langstrecke fahren und so weiter. Das hat dann natürlich auch direkt Einfluss darauf, welche Ladeinfrastruktur hier eigentlich gebraucht wird und ob zum Beispiel öffentliches Schnellladen mit einkalkuliert wird in die ganze Planung. Und schließlich geht es natürlich auch darum, wie dann eine Kommune für ihre Fuhrparks Fahrzeuge beschaffen kann. Wie jeder unserer Kurse besteht dieser Kurs aus 3 Modulen und einem Abschlusstest. Dieser generiert am Ende auch ein Zertifikat, den man sich dann auf jeden Fall nicht auf den Schreibtisch legen kann, der ist schon voll, aber an die Wand hängen kann. Damit bin ich am Ende des kurzen Werbeblocks für das Ladelerntool. Dann schwenke ich zum 2. Produkt, das ich Ihnen vorstellen möchte, dem Genehmigungsleitfaden. Hier war das Ziel, den Aufbau von Ladeinfrastruktur entlang im Grunde des gesamten Verfahrens in den Kommunen einmal aufzuschreiben und darzustellen. Dazu wird der Rechtsrahmen abgesteckt und dann soll dieser Leitfaden wie ein kleines Navigationssystem durch diesen Prozess dienen und gleichzeitig Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen, denn das ist ja das, was zu Recht beklagt wird, dass auch die kommunale Genehmigung einfach etwas träge stellenweise ist, nicht optimal organisiert. Die Adressaten sind damit einerseits tatsächlich die Verwaltung, es wird darauf hingewiesen, wo etwas besser gemacht werden kann, aber genau in gleicher Weise sind auch diejenigen, die aufbauen wollen, Adressaten dieses Leitfadens, denn beispielsweise wird eben erläutert, was für Unterlagen an welcher Stelle eventuell gefordert sind, es werden Checklisten bereitgestellt und so weiter. Und weil das im Grunde ziemlich trockene Materie ist, haben wir versucht, das eben durch Beispiele, Checklisten und auch Übersichten möglichst anschaulich darzustellen. Diese Länderübersichten möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen, denn dort finden Sie wirklich für jedes Bundesland aufgeschlüsselt, wie mit bestimmten Schlüsselthemen im Bundesland umgegangen wird. Beispielsweise Thema Denkmalschutz, da sehen Sie eben eine Tabelle, in der genau die unterschiedlichen Verfahrensweisen und auch die zuständigen Behörden aufgeführt sind. Lassen Sie uns kurz einen Blick werfen. Das ist eine Grafik, die Sie vermutlich nur schlecht lesen können, aber wenn Sie das Dokument dann online sehen, können Sie es sicherlich besser lesen. Das ist der Weg, der hier beschrieben wird durch die verschiedenen Verfahrensschritte, und zwar für 2 Fälle. Das eine ist der Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum, also sprich die klassische AC-Säule am Straßenrand. Und hier geht es eben dann im Kern um die Frage der Sondernutzungserlaubnis. Das zweite ist der Fall der halböffentlichen Errichtung, das heißt privater Grund und öffentliche Zugänglichkeit. Hier geht es dann im Kern um die Baugenehmigung. Der Leitfaden unterscheidet 4 Phasen: Planung, Genehmigung, Errichtung und Betrieb. Und wie Sie schon sehen können, der Fokus liegt natürlich auf der Genehmigung, denn hier ist ja im Kern die Kommune zuständig. Schauen wir noch in einem Beispiel vertieft rein. Und zwar eine Beschleunigungsmöglichkeit für kommunale Verwaltung ist die Sondernutzungssatzung. Die Sondernutzungserlaubnis ist vielen vielleicht ein Begriff, das ist der Schritt, der immer erfolgen muss, wenn öffentlicher Raum genutzt werden soll, und eine Satzung ändert daran auch nichts.
Was sie ändert, ist, dass die Einzelentscheidung, die normalerweise getroffen werden muss, pro Antrag vorher gefasst wird in einer Satzung, sodass die wesentlichen Parameter im Vorfeld innerhalb der Verwaltung geklärt werden. Das hilft natürlich erstens der Verwaltung selbst, weil damit nicht jedes Mal von vorne angefangen werden muss. Und das hilft aber natürlich auch den Antragstellenden, weil sie eben wissen, was da auf sie zukommt, nach welchen Kriterien entschieden wird und welche Vorgaben letztlich erfüllt werden müssen. Ein Beispiel ist etwa die Gebührenhöhe. Es ist ja so, dass auch diese Gebühr beliebig festgelegt oder frei festgelegt werden kann. Und dann muss eben nicht jedes Mal neu entschieden werden, was für Ladesäulen verlangt werden kann. Das Erscheinungsbild kann ebenfalls geregelt werden. Also wenn eben Ladesäulen einheitlich, meinetwegen rot angemalt werden sollen, dann kann das da festgehalten werden. Und auch die Gültigkeitsdauer kann geregelt werden. So kann, beispielsweise die Kommune auch sagen, wenn eine Säule innerhalb von einem Jahr nicht errichtet wurde, dann erlischt die Erlaubnis wieder. Damit bin ich auch schon am Ende meines kurzen Pitches. Ich habe Ihnen also drei neue Neuerungen mitgebracht. Neue Webseite Ladelerntool, neuer Kurs im Ladelerntool und der Genehmigungsleitfaden, der übrigens auch der nächste Kurs sein wird im Ladelerntool. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Diekhoff, ganz herzlichen Dank. Ja, Sie haben uns gezeigt, so kann es gelingen. Also wertvoll investierte Minuten mit den Kursen und dann auch ein fein übersichtlicher Genehmigungsleitfaden. So wünscht man sich das dann in der Ausgestaltung und in der Praxis. Ich schicke Sie jetzt Richtung Mittagspause. Sie können aufladen und vor allem auch, wenn Sie mögen, ins Gespräch kommen. Es gibt einen Messestand der NOW und der Leitstelle. Dort stehen die Kolleginnen und Kollegen natürlich bereit, um mit Ihnen einzutauchen in den Dialog. Ansonsten gibt es auch frische Energie am Buffet und um 13.10 Uhr sehen wir uns dann hier wieder und dann wagen wir mal einen internationalen Blick. Gucken mal über den deutschen Tellerrand, bin ich schon gespannt. Freue ich mich drauf. Jetzt aber erstmal eine entspannte Pause. Bis gleich.